Na, jetzt sind wir wenigstens fertig. Musik aus, alles in Vollbild. Passt so. Bisschen leise sogar, ne? Hallo, au, hallo. Ah, warte, immer vorweg nochmal der wichtige Hinweis. Ich vergesse das fast immer. Das sind alles Pen & Paper, die von Rocket Beans TV produziert wurden. Komplett. Es gab Zeiten, da war ich da zwar Angestellter, aber über große Zeiten war ich komplett selbstständig und das war natürlich auch eine Menge Vertrauensvorschuss. Rocket Beans TV produziert dieses Format weiterhin. Dieses Format hat im absoluten Gros keinerlei Sponsor, das wird nur durch euren Community-Support unterstützt. Und an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung dafür, dass man Rocket Beans eben auch unterstützen kann. Die haben einen Supporters Club, da kann man eben auch auf YouTube regelmäßig vorbeigucken oder bei Twitch, denen auf Social Media folgen und einfach mal gucken, was die vielleicht sonst noch so produzieren. Es gibt da, einmal den Link bitte, den Link zum Pen & Paper meinst du oder was? Es gibt da ganz, ganz großartige, hier ist der Link. Es gibt da ganz, ganz großartige andere Pen & Paper Formate eben auch von Steffen, von Florentin. Wir haben neulich auch zusammen ein Almost Daily gemacht und so. Also, wenn euch Content gefällt, hier und an anderer Stelle, könnt ihr immer für euch in Betracht ziehen, wenn das für euch möglich ist, den monetär zu unterstützen, ihn ansonsten einfach dadurch zu unterstützen, dass ihr da mal ein Like auf dem Video dalasst oder einen netten Kommentar oder dass ihr eben einfach sagt, ey, ich gucke mir das regelmäßig an und behalte das auf dem Schirm, dass es die gibt. Und das klingt immer so dumm, aber das ist immer so ein Hinweis, den ich auch oft vergesse. Auf YouTube-Kanälen, die man sowieso gerne und viel guckt, kann man eben auch einfach eine Notification anmachen, damit man Videos nicht mehr verpasst, so. Oder die subscriben. Denn ich kenne das auch, man ist dann manchmal gemütlich, aber dadurch verliert man Kanäle auch irgendwann wieder aus dem Blick, dass man die eben nicht subscribed hat und nicht mehr mitkriegt, was da so passiert. Und das ist auch bei meinem Kanal so. Also auf meinem Kanal sind, ich glaube, nur irgendwie mittlerweile sind es nur noch 38% der Leute, die meine Videos gucken, sind Subscriber. Also ich mache da auch nie Werbung für, aber das ist natürlich gerade was Nerviges für Kanäle, die einfach versuchen, Leute mit mehr Content immer wieder anzusprechen. Müssen die Kommentare nett sein? Wäre schon nett, wenn du dir die Arbeit nur für nette Kommentare machst. Und ich meine, auch Kritik kann nett sein, ne? Also unfreundliche Kommentare muss man meiner Meinung nach nie irgendwo dalassen, aber gibt halt Menschen, die das anders sehen. So, los geht's. Es fehlt leider noch ein Gruppenmitglied. Aber dann lassen wir auch die Umfrage noch ein bisschen laufen. Ja. Einfach. An der Stelle vielleicht einfach, um die Zeit auch zu nutzen. Was war die? Ah, das ist die Umfrage mit dem Pavian. Hallo, au, hallo. Es fehlt leider noch ein Gruppenmitglied. Aber dann lassen wir auch die Umfrage noch ein bisschen laufen. Ja. Einfach. An der Stelle vielleicht einfach, um die Zeit auch zu nutzen. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Es sind immer noch 26.000 Leute. Alter, ich find's super geil. 26.000 Leute. Ach, warte, hier kommt der Hinweis. Da ich versuche, jeden Stream zu sehen, gucke ich mir die Videos meist nicht an. Man kann übrigens auch auf Twitch eine Notification anmachen. Ich gebe mir auch immer Mühe. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber ich gebe mir Mühe. Ich schreibe jedes Mal eine andere Twitch-Notification dafür, dass ich live bin. Da kommt eben nicht nur, Hauke ist jetzt live, sondern da kommt dann auch mal so, hahaha, ich habe gerade einen Bauchnabelpopel gefunden oder ein kleines Gedicht oder ein lustiges Wortspiel oder ich verpacke mit Absicht ganz, ganz viele Tippfehler irgendwie, damit ihr die suchen könnt. Suchspiele und so. Ich gebe mir schon Mühe, dass die immer ein bisschen kreativer sind als einfach nur, wow. So. Erstmal danke auch übrigens an LikeFrogs für 11 gegiftete Subs. Ich lese nachher nochmal Subs vor, aber LikeFrogs ist ja auch ein alter Hase, wenn es um den Support dieses Kanals geht. Ist aufgefallen. Danke, danke. So. Nee, ist nicht erste Folge für Tiers. Wir sind bei Tiers Teil 2 Part 4 schon. Also am zweiten Abend vierter Part. Also ich weiß, dass ich nämlich vorher gesagt habe, was ich mir so wünschen würde und das mehr als ich mir gewünscht hätte. 26.000. An der Stelle sei auch nochmal erwähnt, vielen Dank. Euer Support macht es auch möglich, ne? Ja. Das wollten wir an der Stelle auch mal sagen. Ja. Das ist schon mal so ein kleines, nicht finales, aber erst. Weil kurz seit YouTube die Notification-Mails eingestellt hat, hat Abonnieren ja keinen praktischen Wert mehr für mich. Ja, du kannst es doch einfach wieder anstellen. Du kannst doch auf deine Adresse trotzdem noch Notifications für Videos, die dich interessieren, bekommen. Und du kannst doch auch eine Mobile-Push-Notification kriegen und so. Also wenn du das nicht willst, aber die Mails kannst du einfach wieder anmachen. Also ich habe Kanäle, da kriege ich Mails, wenn die ein Video hochladen. Meinen eigenen zum Beispiel. Als mit meinem Test-Account. Also ich habe einen Account, der folgt meinem eigenen, um mal zu gucken, ob alles richtig läuft. Erstmal so ein kleines, kurzfristiges Dankeschön auch an alle, die uns supportet haben und auch weiter supporten. Ja, ist die erste Folge, die wir heute zusammen haben. Wir hoffen, wir haben Spaß. Vielleicht wird wahrscheinlich der, möglicherweise der Pavian. Ich denke auch, Geronimo Röder
Personen zu töten, aber das war die einzige Umfrage, wo ich mir dann relativ sicher war zu denken. Davor war ich mir nicht so sicher. Ich habe eine Frage, nicht, aber gilt es als Cheaten, weil es gab einen sehr guten Hinweis per Twitter. Ja. Ich weiß, vielleicht können wir es nochmal zeigen. Da hat auch einer das Bild genommen und etwas eingekreist und gemeint, beachtet mal die Luke. Mhm. Alter, dass die jemand gesehen hat. Aber gesehen. Zum Glück, wir machen ja gleich noch ein Video, was wäre wenn, aber wir haben die Option getroffen, wo die Luke eine Rolle spielt. Also ist da tatsächlich. Aber ich kann ja nicht mehr klettern. Alter. Ihr Spieler tretet also ins Freie. Und dann halt. Was ist denn mit dem Regenbogen? Hört einen merkwürdigen Schrei, machen wir gleich. Als ihr dem Geräusch folgt, zumindest einfach mit den Augen und den... Ach so geil, was ist denn mit dem Regenwurm? Als ob das gerade wichtig ist, während ich was erzählen will. Ohren quasi. Merkt ihr, dass es scheinbar vom Dachboden des Hauses kommt? Ach, die Luke. Ja, ihr steht im Freien. Ihr seht von außen zumindest keinen Weg, wie ihr da reinkommen könnt. Wie ist es mit Räuberleiter? Oder kann man nicht den Schreibtisch... Also ihr wollt jetzt quasi diese Luke aufmachen. Ja, also das ist nicht so hoch, dass man das nicht... Also da ist ein kleiner Haken. Können wir das Bild nochmal zeigen, dass die Leute auch nochmal sehen, wovon wir reden? Aber ich da hätte nicht gedacht, dass jemand sieht. Da, über dem Nacktposter quasi. Da hat nämlich Alvin, als ich ihm erzählt habe, dass da eine Luke ist, noch schnell eine Luke eingebaut und sie so versteckt, dass man sie eigentlich nicht sehen sollte. Sie ist unter dem Poster versteckt. Wunderbar, ey. Und aus dem Poster kommt auch ein kleiner Haken raus. Ja, Tatsache. Okay, das ist wirklich nicht schlecht. Ich dachte, du meinst das Ding da rechts, aber dann, das ist ja wirklich da drin, dahinter. Es hatte auch jemand schon die Lösung getwittert, bevor er drauf gekommen ist. Also da waren ein paar Leute, weil die echt fix waren. So. Ja. Weil wir haben es hier ein paar Mal ausprobiert mit Leuten, die es noch nicht wussten. Und die haben auch alle einen Moment gebraucht, um drauf zu kommen. Ja, direkt Geschäftsführung für unsere Firma einstellen. Anbieten, ja. Aber man hat ja auch hier im Raum gehört, wie viele Leute haben so... Oh! Dieses kleine Armband, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das hat mir damals meine Freundin geschenkt. Das ist so eine kleine friesische bemalte Kachel. Die hat sie irgendwo gekauft, irgendwie mal für mich. Krass, konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass ich das mal hatte. Das habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo. Ja, direkt Geschäftsführung für unsere Firma einstellen. Anbieten, ja. Aber man hat ja auch hier im Raum gehört, wie viele Leute haben so, oh, krass. Pen Paper in Büchern, schickter Test, um unsere Führung zu finden. Okay, zurück zur Geschichte. Genau, zurück zur Geschichte. Ihr seid im Raum und ihr könntet relativ problemlos mit einem kleinen Sprung an diesen Haken kommen. Ja, ich kann ziemlich gut springen und klettern. Du kannst gar nicht mehr. Ich glaube, Zacharias Bergmann sollte zur Belustigung der Gruppe einmal springen. Ich würde es auch gerne sehen. Ich bin wieder fit. Hat Hauke gesagt. Gesegnet mit einem Kurzzeitgedächtnis. Das ist schon ganz geil. Dass auch die Regie erkennt, dass Budi halt der einzige Mensch ist, der versteht, was da passiert. Dann Daniel Budi, gesegnet wieder da mit einem Kurzzeitgedächtnis. Möchtest du wirklich springen, Zacharias? Wer? Was? Du? Möchtest Überlegen du Sie es sich doch nochmal, Herr Bergmann. Sie Nein, sind noch so jung. Schmorf kann am besten von springen, wie er bewiesen hat. Schmorf, spring und mach die Klappe auf. Bin nicht sicher, ob ich das sehen möchte. Schmorf ist nackt. Ich bin klein, nackt. Und du möchtest dich wirklich immer noch nicht anziehen, obwohl, ob schon der Gelegenheit, Kleidung anzuziehen. Ich frage nur zur Sicherheit nach. Ich habe den doch mehrfach erklärt. Ich kann doch nicht getragene Sachen anziehen. Okay. Ja, jetzt müssen wir uns wieder umgewöhnen. Vorletzte Woche noch absolute Pen-and-Paper-Profis, jetzt wieder Anfänger. Wobei ich sagen muss, aus meiner Erinnerung, das ist jetzt schon, jetzt kommt der Teil, wo es besser wird. Also jetzt so langsam kommen die jetzt rein, auch die Interaktion mit dem... Ding ist chaotisch, aber da merken sie auch, dass sie mit NPC Spaß haben können, dass ihnen das mehr Spaß machen kann und so. Aber das wird jetzt schon immer besser, finde ich. Also ab jetzt geht's eigentlich ziemlich bergauf. Es gibt noch mal so ein kurzes Down, da sind wir, glaube ich, in diesem von dem Bunker, in dem Vorraum oder so. Da geht's noch mal richtig runter, wo die irgendwie 40 Minuten über irgendwas diskutieren und völlig ignorieren, wie oft ich ihnen sage, dass das nicht geht, dass sie immer weiterreden. Aber sonst ist jetzt schon bergauf. Okay, dann bist du nackt. Ja, nein, er hat einen Fahrradhelm. Ja. Ich habe den Fahrradhelm und ich habe ein Stethoskop. Und ich hätte gern Schuhe, aber vorhin... Schuhe liegen rum. Ja, aber das habe ich doch vorhin gefragt. Ach so, Entschuldige. Dann Schuhe hätte ich gern, aber die besten. Und zwar Größe 48. Okay, ja. Hey, willst du nicht mit dem Stethoskop erstmal den Dachboden abhören? Mit dem Stethoskop höre ich kurz den Dachboden. Ja, also du kommst nicht mit dem Arm so ran, ohne zu springen. Das heißt, du könntest immer nur gucken. Ja, wir schieben den Schreibtisch dahin, dann kann er auf den Schreibtisch klettern und dann kann er das abhören. Oder ich nehme den spitzen Stock und stöcke so dagegen. Ich glaube, hier ist auch der Teil, wo ich auch mal besser werde. Weil warum mache ich das überhaupt so umständlich? Ich hätte ja einfach sagen können, ja, er reißt die Decke so. Fuck it. Stock. Hä, wieso? Der Kommentar von Regie Kurzzeitgedächtnis war eher negativ gedacht, dass trotz Verletzung immer wieder klettern will? Nee, ist gesegnet mit einem Kurzzeitgedächtnis doch, oder? Ich dachte, das war eher positiv. Aber kann sein, dass sie das als Witz meinen. Okay, dann machen wir deine Lösung. Also dagegen rum? Kam bereits ein weiterer Teil Ultra-Core oder kommt der noch irgendwann? Der war eine Woche ist das erst her. Oder? Das ist jetzt ein bisschen mehr als eine Woche ist es her. Anderthalb Wochen war Ultra-Core 3. Hast verpasst. Ist auf Rocket Beans live gelaufen. Gibt's auf dem YouTube-Kanal von denen schon und so. Reacten wir aber erst am Ende drauf. Wir gucken jetzt chronologisch weiter. Kannst du immer noch. Ist okay. Als du dagegen rumpelst, hört zumindest das Geschrei auf.
Ja, dann wissen wir also, da ist jemand drin. Wir stellen uns, ich würde vorschlagen, den Leuten... Aber es hört sich nicht wie ein menschliches Schreien an. Es ändert alles. Also vielleicht sollte auf jeden Fall Geronimo Roda schon mal die Schrotflinte in Anschlag nehmen, bevor du auf meine Schulter kletterst. Okay. Nein, das ist sehr eklig. Jetzt, wo ich es gerade überlege... Spürst du es? Nein. Das ist, was ich gesagt habe. Es kratzt uns gleich. Er sagt auch immer so gern das Wort Sipsch. Das sagt er jetzt bestimmt auch, oder? Auch vergiss, was ich gesagt habe. Er sagt halt immer so richtig gern das Wort der Sipsch läuft da runter. Ich immer so, oh ey, das ist so ein ekliges Wort, der Sipsch. Rias Bergmann klettert auf meine Schulter, öffnet die Luke, während, also es ist alles nur ein Vorschlag, wir können natürlich alles nur zur Debatte. Ja, natürlich. Und Geronimo Röder richtet schon mal die Schrotflinte auf die Öffnung, nur für den Fall, dass da etwas nicht Freundliches dann gleich rausguckt. Okay. Wollen wir das machen? Das finde ich gut. Nimm deinen Speer schon mal in die Hand. Ernsthaft. Ich stehe schon bereit. Die Waffen gehe ich immer einfach grundlegend von aus, ihr habt die in der Hand. Aber oder zumindest am Gürtel. Nee, weil letztes Mal... Außer wenn zum Beispiel sowas wie der Schraubenzieher hast du nicht gesagt. Ich bin bei Stan auf der Schulter und mach die Luke auf. Okay. Alle bereit? Eins, zwei, go! Okay, du öffnest die Luke und sie geht so seitlich, klappt quasi so schräg nach unten auf. Das Schreien hört ihr nicht, aber jetzt hört ihr plötzlich ein dunkles Grollen. Und in dem Moment knallt ein Pavian aus der Luke auf den Boden. Also die Leiter ist mit rausgeklappt und dieses irgendwie Wolle... Ist auch so geil, der Pavian war ja überhaupt nicht als wichtiger Charakter vorgesehen oder so. Etwas knallt auf den Boden direkt vor euch. Richtet sich auf, schaut euch an und es läuft Blut aus den Augen. Oh, nicht Blut gut. Blut aus den Augen. Ja, das Vieh scheint wirklich vom Sturz angeschlagen zu sein. Also es kann seine Beine scheinbar nicht benutzen, aber es kriecht auf euch zu. Das es will uns immer noch töten. Es ist... Ey, möglicherweise ist das der Auslöser. Es kommt auf jeden Fall auf euch zu und sieht nicht freundlich aus. Also wenn man bedenkt, dass es gewisse Viren gab in der Vergangenheit, die durch Affen übertragen worden sind, kann man es tatsächlich sein, dass es Patient Zero ist. Töten. Nein, warte doch mal. die Frage, kurz, ist es vielleicht möglich, mit Patient Zero ein Antiserum zu generieren? Das könnte vielleicht sein. Vielleicht haben sie es versucht und den Affen oben reingepackt und das von den ganzen chemischen Formeln. Vielleicht sollten wir den fangen, bevor wir ihn töten. Damit da bist du doch hier Jäger, oder nicht? Also ich sag's nur, der Pavian kriegt so auf euch zu. Ich will euch jetzt nicht zu viel Zeit wegnehmen, aber... Ich spring wenigstens von seinen Schultern runter, muss man ja sagen. Springen, aber du schaffst es vorsichtig. Ja, ich versuche ihm ja zu helfen. Springen klingt immer, als wärst du ein agiler Typ und das bist du nicht. Ich klettere als fucking Industrie... Egal. Als fucking... als behinderter Industriekletterer. Und nee, du kannst nicht meinen. Das ist so wie blinder Professor. Das ist aber auch so ein Ding. Damals habe ich halt auch noch gedacht, dass Handlungen Konsequenzen haben müssen. Und diese Konsequenz mit der Verletzung, die war hier einfach zu stark. Dass er jetzt über mehrere Stunden nicht fit ist, ist halt super frustrierend so. Das macht auch überhaupt keinen Bock. Das hätte ich halt einfach echt gnädiger spielen sollen so. Professioneller Tennisspieler. Zack, es ist vorbei. Akzeptier es einfach. Und richtig, guck mal, hier hat sogar jemand diese wichtige Notiz gemacht. Wichtige Notiz. Wichtige Notiz, hier der Antivirus. Und dann werfe ich sie in meine pappige Hütte. Nee, ist doch Quatsch. Ich gehe auf jeden Fall schon mal runter und wie viel hast du erfangen oder hier Tiere zähmen oder was? Ich könnte beruhigen, habe zwei. Ich könnte versuchen, den Pavian zu beruhigen. Der kommt wirklich auf euch zu jetzt. Also wir müssen ihn irgendwie fangen. Vielleicht hat jemand einen Rucksack übrig oder einen Sack. Ja, mein Batman-Rucksack ist sehr geeignet. Ja? Vielleicht er streckt seine Hand aus und hat Stanley Balls am Fuß. Das ist ein Pavian. Definitiv eine körperlich dir überlegene Lebensform. Tut mir leid. Entschuldigung, die körperlich überlebende Lebensform von Stanley Balls jetzt am Fuß. Ist ein Transformer. Was tut ihr an? Das ist jetzt von einem Konsequenzsystem wie in Fate. Finde ich besonders, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, Fate ist kein schlechtes Regelsystem, aber meiner Meinung nach, es ist halt auch persönlicher Spielstil. Mir machen einfach Systeme keinen Spaß, die versuchen, alles in Regeln zu packen. Das ist halt was für Spieler, denen das Freude macht. Mir macht das keinen Spaß, wenn man nicht, keine Ahnung, man muss doch über Dinge noch reden dürfen und so. Oder einfach Dinge ausspielen. Ich mag halt einfach besonders viel Freiheit im Spiel, aber es gibt eben Gründe, die das anders spielen und Leute, die das anders mögen und da kann ich das nachvollziehen. Für mich sind solche Systeme immer ein Ticken zu viel. Sehr verkopft. Also beraubt meiner Meinung nach Pen and Paper einen von einem Aspekt. Also in einer Zeit, in der Pen and Paper quasi ein Videospiel war, in dem man mehr tun konnte, war das irgendwie berechtigt. In einer Zeit, in der Videospiele aber visuell so viel geiler sind und man so viel auch darin tun kann, ist meiner Meinung nach der Rollenspiel- und Theateraspekt wichtiger. Also vor allem der Rollenspielaspekt. Und den versuche ich immer mehr rauszustellen. Und Systeme, die das eingrenzen, finde ich immer nicht so gut. Was heißt nicht, als Fate ein schlechtes System ist. Es ist nur einfach kein System, das ich jetzt auch überragend für mich persönlich als Spaß finde. So. Andern. Ja, gut. Ein Pavian.
Sätze von Dungeons Dragons 5e. Kann ich, glaube ich, nicht beurteilen, dafür kenne ich das System zu wenig. Ich kann sagen, meine Wahrnehmung von Dungeons Dragons ist seit Jahren und jetzt auch immer noch. Es ist einfach ein sehr kampflastiges System. Egal, welchen Charakter ich baue, ich muss immer im Kopf haben, wie der in Kämpfen performt. Und das mag ich daran nicht so 100% gerne manchmal. Es fühlt sich immer an, als gäbe es Kämpfe und das andere. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das so komplett voneinander losgelöst ist. Wenn ich einen Forscher spielen werde, den ich kämpfen kann, dann sitze ich halt einfach rum, so, in den Kämpfen. Dann kann ich halt nicht mitmachen, dann laufe ich halt nur weg, während die anderen über 1,5 Stunden lang Kämpfe auswürfeln. Und die Kämpfe machen auch mega Bock in Dungeons & Dragons, das ist halt ein wichtiges Ding. Aber wäre schon halt ganz geil, wenn die ein bisschen besser ins Spiel eingesponnen wären. Aber das ist halt einfach ein anderer Ansatz. Das ist halt, was das betrifft, ein super cool. Also in kaum einem Regelwerk machen Kämpfe so viel Spaß. Wenn man halt Lust hat darauf, sich da so reinzudenken. Ja. Kann man jetzt nicht mehr machen. Sorry, Stan. Shotgun Messer. Ja gut, da kann man... Okay. Wie sieht's mit Splittermond aus? Kenne ich kaum, muss ich ehrlich sagen. Ich werfe ihm, sehr gut. Verderbliche Nahen. Das ist übrigens meine Lieblingskarte, habe ich dir schon gezeigt. Nochmal ein Lob an Oskar. Wie schnell geht das denn bei euch? Alter, wir hätten den so schnell gesagt. Das ist meine absolute... Oh, finde ich richtig gut, die verderbliche Nahrung. So ein Hering in einem... Ich hatte ihm halt einfach gesagt, ey, mach mal irgendwie so eine Karte mit Essen drauf. Und er macht einen Hering in einem Brötchen. Weil ich meinte halt, mach ein Fischbrötchen oder so, glaube ich, meinte ich irgendwie sowas. Und er hat einfach einen ganzen Fisch in ein Brötchen gepackt. Ein Fisch in einem Brötchen mit Überbiss. Oskar hat den und sehr gut gezeigt. Haben wir den Spruch eigentlich? Ja. Ich habe einen Cheeseburger in meiner Arsch. Weißt du, uns immer sagen, der Pavian ist jetzt da und dann also, zeigst du ein Fischbrötchen. Werf ich dir das Fischbrötchen dahin, um den Pavian von meinem Fuß... Der Pavian scheint, also sagen wir mal mit den Grundkenntnissen, die jeder von euch über das Virus hat, wisst ihr, dass blutende Augen eigentlich heißen, der ist infiziert. Ja. Er hat mehr Interesse an deinem Fleisch als an dem Fischbrötchen. Schmeißt dich vielleicht also Schmorf auf das Fischbrötchen. Ich sag mal, das ist auch relativ unrealistisch. Du müsst halt in deinen Rucksack greifen, das Fischbrötchen rausholen, das auf den Pavian schmeißt. Hau den erstmal auf die andere Seite des Raums. Ja, aber ihr dürft den durchtönen, das ist Patient Zero. Das ist der Affe, von dem alles abstammt. Ja gut, also du lässt mir jetzt nicht viel Wahl, weil wenn da dieser sehr aggressive Pavian an meinem Fuß hängt, muss ich zu Mitteln der Selbstverteidigung greifen, die in meinem Fall oft ein tödliches Ende für den Angreifer. Für den Angreifer. Ausarten. Ja. Das hast du jetzt über den Pavian gebracht. Ja, du, was ich nehme... Also, guck mal, weißt, er hat Handschuhe, ne? Ja. Er hat meine Industriehandschuhe an. Du kannst noch den Pavian schützen, ja. So, und er könnte Schmorfs Rucksack nehmen, Pavian ist abgelenkt, weil er auf dich zukriegt. Du könntest langsam, in dem Tempo, in dem Pavian auf dich zukommt, zurückgehen. In der Zeit nimmt Zacharias Bergmann mit den Handschuhen den Rucksack von Schmorf und stülpt ihn über den Pavian und macht zu. Ist auf den Kopf. Ich würde sagen, wir haben nicht viel Zeit. Das ist jetzt das Ding, das ist immer so ein interessanter Zwischenschritt bei Spielern. Was sie jetzt für sich entdecken, ist zusammenspielen. Und darum unterbinde ich das hier auch noch nicht sofort, weil... Was sie machen, ist natürlich eine harte Form von Tabletalk. Eigentlich ist überhaupt keine Zeit, diese Planungsphase gerade zu haben. Man kann diese Unterhaltung gerade gar nicht führen. Es passiert doch was. So. Aber es ist halt ein Schritt in die richtige Richtung. Sie spielen halt wenigstens zusammen. Und darum unterbinde ich das auch nicht sofort. Lass es uns direkt so machen. Nicht diskutieren. Machen wir. Also was war der Plan? Sorry nochmal. Der Mann mit den Handschuhen, die weißsicher ausgestattet haben, nimmt den... Hey! Das ist aber weit gebeißt. Sicher. Er nimmt den Statement bei normalen Arbeitshandschuhen. Der Affe ist abgelenkt, weil er auf Stanley Ball zu... Ja, das ist schon so ein Ding, ne? Zu behaupten, normale Arbeitshandschuhe schützen einen gegen Pavianbiss. So, hast du mal einen Pavian gesehen? Aber naja. Er nimmt den Rucksack und versucht, also und stülpt den, was auch gelingt, über den Pavian. Welchen Rucksack? Den von Schmorf, den leeren. Den Batman, ja, nicht komplett Batman so schnell Rucksack. Kann. Er müsste, wenn Stanleys nehmen, den hat er noch auf den Schultern. Der ist voll mit Waffen. Ja, das ja, aber, Punkt, aber Moment, ich stehe ja neben. Die Luke ist aufgegangen, die Luke ist aufgegangen und die sind quasi nach hinten natürlich weg, denn die Luke hätte ihn ja sonst ins Gesicht geschlagen. Ja, ja. Und der Pavian ist runterknallt und dann auf die zu. Ihr seid quasi, ihr seid natürlich ganz, in der Zwischenzeit könnt ihr rangetreten sein, aber ihr seid nicht neben dem. Er lässt sich noch frei zu boxen, ansonsten, der kann... Hier auch übrigens gut, das kommt auch jetzt immer mehr, dass die einfach akzeptieren, so ist die Situation. Also wir diskutieren immer weniger. Ich glaube, in der Pause haben wir wahrscheinlich miteinander gesprochen, weil es ist schon einfach wesentlich gesitteter als davor. So. Ich versuche es jetzt. Die Frage ist, brauchen wir dich nicht leben? Du lasst euch gerade mehr Zeit, als ich eigentlich machen würde. Wir brauchen dich nicht leben. Hochgehen. Ich gehe jetzt in den Selbstverteidigungsmodus über. War eine gute Idee. Und trete den Pavian weg und schreie gleichzeitig zu Jean. Das ist auch ein Name, ne? Geronimo Röder.
als er mir das gesagt hat, das war ja wirklich so, als mir klar wurde, ey, die nehmen das halt nur ernst so. Mein Name ist Geronimo Röder und ich heiße Stanley Balls. Da dachte ich so, ey, ihr verarscht mich doch. Als er auch meinte, ja, mein Name ist Schmorf. Der hat ja einen Nachnamen. Wie ist denn noch der Nachname von, der heißt eigentlich ja Stefan Morfmann oder so. Und Schmorf ist sein Spitzname, irgendwie sowas. Ob ich da jetzt eine Kugel drauf verstehe? Ey, Steffen Morfmann, Affen genau. Einfach, das steht so unnötig. Ja, okay. Das was passiert denn mit dem Affen? Würfel mal erstmal, wenn du ihn trittst, auf Kampf. Also du hattest 16 als Attackewert, würfel mal aus. 16, also mit dem D20. Ey, nicht, dass wir uns jetzt die einzige Chance verbacken. No, die Welt zu geschafft. Die Welt zu retten oder uns. Weißt du, was für einen Schaden du da hattest? Mit dem Tritt, du hast normale Schuhe an. Ja, warte, was hast du da für Schaden? Nee, ich hab Wanderstiefel an. Ach so, hast du. Okay, dann guck mal hinten bei dem Schadenswert bei normaler. Also bei, das ist auch sehr schön. Also in der letzten Seite hast du so Waffen. Guck mal, da hast du doch Kampf. Hau gewesen. Alter, was geht, Banjo, ey? Ja, Leute, finde ich ganz lustig. Ey, das ist der Hammer, ey. Schön, dass ihr das macht. Aber Geron, hier wird auch schon, sie wird schon diskutiert. Irgendjemand hat wahrscheinlich gesagt, sind nicht überlegen. Paviane werden bis zu 100. Ich wollte nämlich gerade 30 Kilo schwer. Das ist eine körperliche Überlegenheit. Ja, das ist auch so geil, ey. Twitter ist so Realität. Das ist körperliche Überlegenheit. So ist sie definiert auf Wikipedia. Keine. Keine. Ich meine, ich habe Geschichten gehört, wo Paviane Menschen einfach den Kopf quasi so gut wie abbrechen. Ich meine, das ist nicht wie groß etwas, sondern wie kräftig etwas ist. Ganz ruhig. Menschen. Ich habe das gegoogelt. Paviane sind sehr kräftig. Menschen. Kräftiger als Menschen. Ja, aber es ist nun mal Stanley Balls. Ist okay. Okay. Alles klar. So. Was willst du jetzt wissen? Hm? Was für einen Schaden du bei... Bei Kampffaust. Ja, was hast du da? 1W6+4. 1W6+4. Bei einem Paviane 1W6+6 hast du jetzt. Das ist schon ein ordentlicher Schaden, den du gerade machen kannst. Du kannst mal echt mitten in die Visage. 5+6. Was die Namen betrifft, nicht besser geworden. Finste? Also ich finde, seit Morrigan Manor sind die Namen doch super. Also Morrigan Manor sind die Namen ja einfach, da war ja auch bewusst, dass die natürlich Humor in die Welt bringen. Also, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, für mich ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg dieses Dings immer gewesen, dass ich Welten baue, die ich ein bisschen zu ernst nehme und die sie nicht ernst genug nehmen. Und dann treffen wir uns halt irgendwo in der Mitte, wo diese Welten genug Humor besitzen, um lustig zu sein, aber noch genug Realität oder genug Logik in sich, damit man denen noch folgen möchte und sich dafür noch interessiert. Ich glaube, schwierig ist immer, wenn eine Welt so völlig aus dem Blauen, habe ich ja schon mal gesagt, Fantasy-Welten, wo alles abgefahrene Namen hat und keine Ahnung, die Elfen von Jochbunia kommen rüber auf ihren Wuchselfen, Wuchselchen und möchten dann zu der täglichen Jonkis-Feier anreiten, damit sie dort mit den Sippzwergen verhandeln und so. Und ich denke halt so, Alter, das interessiert mich alles jetzt schon nicht, was das ist. Nee, 6 und 11. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Gehirn weggetreten. Okay, du trittst in der, und er rutscht. Also, der lässt. Paviane schlagen Löwen in die Flucht, wenn es genug sind. Naja, ich glaube, wenn man genug Hamster hat. Auf jeden Fall ab und das hat ordentlich gesessen so. Aber er bewegt sich noch. Schmorf, Rucksack ja. Auf den Kopf. Und Schmorf dann wirft Rucksack. Ja, du musst ihn erst auskippen. Oder hast du überhaupt irgendwas? Ich habe eigentlich nicht viel. Du könntest ihn dir abnehmen runter. Und umdrehen. Stethoskop habe ich um, Konservendose, Speer habe ich in der Hand, Zahn habe ich immer in der Hand. Fahrradthema auf dem Kopf. Es sind eigentlich nur zwei Dosen. Oder ich lasse sie drin. Ach nee, ist ja klar. Also du könntest sie nehmen, auskippen und versuchen, ihn mir in den Kopf zu ziehen. In einer Bewegung. Ritsch, ratsch, fahren. Okay. Okay. Würfel mal auf Geschicklichkeit. Okay. Ja, aber mit einem 6er oder 20er? Mit einem 20er. Aber 20er? Was ist dein Geschicklichkeit? Um einen erschwert, weil der zappelt schon rum. Das ist schon nicht so super easy. Aber er ist schon auch ein bisschen K.O. auch. Ja, hat schon gut einen ins Gesicht. Gut, ja, stimmt. Okay, um nichts erschwert. Normal. Er zappelt nicht mehr so doll. 13 habe ich. Okay, dann 13 oder weniger musst du schaffen. Sehr gut. Okay, sehr es gelingt gut. Dir. Du ziehst ihn den über den Kopf und du siehst, er zappelt nur noch die Wild. Aber der ist schon so über seinem Kopf. Ja, und wenn als keiner zuguckt, gebe ich ihm noch so eine mit. An den Kopf oder wo? Nee, wenn er im Rucksack ist, wird schon eigentlich die Gefahr gebannt. Dann okay, dann ist er aber auch ruhig, er ist ein Toll. Ihm einfach so grundlos noch einen in die Schnauze hauen. Also Graf Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen zu und Halbach zu Falkenberg ist doch der Übername. Das ist schon ein sehr guter Name, ja. Ey, da musst du nicht, den triffst du auf jeden Fall. Würfel mal ein W. Muss man auch sagen, so kann man halt heißen. Stanley Balls heißt halt keiner. Aber ich will ihn nicht töten. Nee, aber muss schon Schaden schaffen. Hauke. Warte, 6. Alter. Schön einen mitgegeben, dem Affen. Ey, blöden Affen. Was ist er auch verletzt? Aber wozu brauchen wir ihn Leben? Okay.
Also er bewegt sich kaum noch. Kann ich verhören. Hallo, er bewegt sich. Schmorf hat ihn gerade nur aus Gehässigkeit nochmal gehauen. Also er bewegt sich kaum noch. Das war Rache. Er lebt scheinbar noch, er bewegt sich kaum noch. Ja, aber das war doch auch das Zweck. Ich sag's nur. Naja, es tut mir ein bisschen leid. Weißt du doch gar nicht, Hauke. Meint ihr, es gibt überhaupt jemanden, der Röder heißt? Karte, deutsche Nachnamen. Ups, Namen. Ist das die? Das ist die. Es gibt so eine Karte, da kannst du einen Namen da. Röder. Scheiße, den gibt's wirklich, den Namen. Den gibt's wirklich. Willst du mich verarschen? Ist ja Oberknaller. Gibt sogar relativ viele. 4086 Röders gibt's. Nur Knaller. Okay. Offensichtlich gibt's einen Röder. So, und hier. Herr Röder, sind Sie damit einverstanden? Er wollte mich ja auch beißen. Ja, der ist. Ich bin völlig damit einverstanden, solange dem Wurm nichts passiert. Ey, kurz. Wollen wir den jetzt lebend irgendwie sicher machen? Wir haben ihn doch gefangen. Deswegen haben wir ihn doch gefangen. Wir haben ihn doch. Reicht das? Er ist betäubt. Er ist einfach im Sack. Er liegt auf dem Boden, zappelt so ein bisschen rum. Ich sage, ich werfe noch meinen Raum. Wir brauchen ihn nicht. Hauke Gerd ist ungewöhnlich als Geronimo Röder. Also, Geronimo Röder gibt's keinen einzigen. Es gibt keinen einzigen Geronimo Röder in Deutschland. Es gibt doch wahrscheinlich nicht mal einen Geronimo. Ein Geronimo wirst du finden. Such. Ja, was soll ich jetzt machen? Geronimo Röder googeln? Da wirst du ein paar Sachen finden. Du hast auch behauptet, dass es Röder nicht gibt. Ich habe gesagt, ich glaube nicht mal, dass es Röder gibt. Ach, weiß ich nicht. Warte, können wir nochmal... Wie macht man nochmal den letzten Tab wieder auf? So, ne? Ja. Das schlägt ja meine Mastercard vor. Zum Glück ist die Nummer verpixelt. So, es gibt 1780 Gerdes immerhin. So, ich mache das jetzt so, damit er es nicht immer vorschlägt. Ja, aber wie soll ich denn jetzt Geronimo Röder? Es gibt doch keinen echten Geronimo Röder. Wie soll ich denn das rausfinden? Das ist halt das Problem, das ist doch völlig überschattet von der Prominenz dieser Figur. Geronimo Röder in Sing. In Erlangen, Firma ich. Berufserfahrung, Waldbewohnerin. Waldbewohner. Ich denke nicht, dass es sich hier um einen echten Geronimo Röder handelt. Geronimo Röders Profile on Star Wars Galaxy of Heroes. Current Rank 966. Ist nicht schlecht wahrscheinlich, ne? Diablo 3 Clan Geronimo Röder. Grandpa vs. Zombies Geronimo Röder. Das ganze Internet ist vollgespammt mit Rödern. I like you. Geronimo Röder ist on Taste Dive. Likes, ich denke, das ist auch unser. Es gibt keinen Geronimo Röder. Und wenn, soll der sich mal ranhalten? So. Wir können ihn ja nicht verhören, das wissen wir doch noch nicht. Aber wozu brauchst du eine Blutprobe von Patient Zero? Ich kann es auch von einem Toten die Blutprobe. Also während die diskutieren, so schnell. Guck ich mal, was auf dem Dachboden los ist. Die werden doch so unbeweglich dann. Danke, Bayev. Super, Bayev. Irgendjemand sagt doch, ihr sollt einfach einen Pokéball werfen. Ja. Sehr gut. Ja, ich wollte mal auschecken, was auf dem Dachboden dann noch so Phase ist. Okay, also du möchtest hochgehen, während der da rumzappelt. Ja, ich halt hoch. Captain Lootalot ist schon auf. Bei dem, wie stark ich in das Schreiben der Story involviert war, muss ich schon ehrlich sagen, den größeren Teil hat Kaylee geschrieben auf jeden Fall. Ich habe es ja nur eingesprochen und Feedback zur Story gegeben, da hat schon sie einen ganz großen Teil dran gemacht. Da gehört ihr schon, die ersten beiden Namen haben überhaupt nichts an diesem Spiel gemacht. Dann komme ich, weil das im Marketing geiler ist. Und dann kommt Kaylee, der man eigentlich viel mehr auf die Schulter klopfen sollte als mir. Aber es ist ein sehr schönes Spiel geworden, das stimmt. Wir reden von Akte Gloom City. Ist da hinten. Adventure Game von Cosmos. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist wirklich schön geworden. Und da ist ein Code drin, dann könnt ihr euch quasi das ganze Spiel erzählen lassen über eine App. Und das habe komplett ich hier in Tokio eingesprochen, im Tonstudio. Meine erste Erfahrung als professioneller Sprecher.
Findet man davon so Hörproben? Das wäre natürlich ganz geil. Hörprobe Akte Bloom City. Findet man das irgendwo? Ich könnte natürlich auch einfach meine eigene App benutzen. Was ist denn hier? Ist ein Test. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Oh, was ist, wenn der das scheiße findet? Der Adventure Games Reihe. Heute geht's um die Akte Gloom City aus dem Hause Kosmos. Intro. So macht man's. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Adventure Games Reihe. Spieleoffensive.de. Uiuiui, da kriege ich aber Angst. Ich bin ein großer Fan dieser Reihe. Nicht jedes war richtig grandios, aber ich mag einfach diese Story. Und hier haben wir den Fall, die Akte Gloom City aus dem Hause Kosmos. Autoren Phil Walker Harding, beziehungsweise mit Matthew Dunstan, Hauke Gerd. Die ersten beiden haben kein einziges Wort da drin geschrieben. Ich kann das nur immer wieder hervorarbeiten. Die haben irgendwann mal diese Idee gehabt und haben sich schön für ihren Ego-Streichler in den Vertrag setzen lassen, dass sie auf jeder Packung stehen, egal ob sie was gemacht haben, und immer als erste beide. Das ist so scheiße. Kaylee steht an letzter Stelle, die hat am meisten geschrieben an dem Ding. Autoren Phil Walker Harding, beziehungsweise mit Matthew Dunstan, Hauke Gerdes, Kaylee Anderson, also da haben einige bei diesem Spiel mitgewirkt. Von wegen. Die Kollegen bei Kosmos haben mehr geschrieben als die ersten beiden. Klar. Düsteres Thema, ab 16 Jahre ist angegeben für 1 bis 4 Personen und geht 3x90 Minuten, weil dieses Spiel, wie die anderen auch, spielt man quasi über 3 Akte hinweg. Andere Spiele, der eine oder andere kennt diese Reihe noch gar nicht und ich hab's ja. Ich würde ja gerne diese Soundproben hören, hatte sich das mal angehört? Um die Akte Clunes. Und mit Sicherheit ist schon mehr, dass er wirklich. Gefällt ihm das? Toller Preis. Ich gebe euch mal einen Link. Übrigens, also zum aktuellen Zeitpunkt, der schaut mal über die unten. Achso, kommt hier das Fazit? Dann findet man sich schnell zurecht. Gerade mit der Erklär-App. Das ist super gemacht. So, lobende Worte für ein Spiel, was ich mag, was ich durchaus klasse finde. Eine Reihe, yes, die man sich durchaus auch mal als, ja, ich wieder gleich Exit-Escape-Fan, dann durchaus anschauen sollte. Es macht richtig Spaß. Und wem solche Story-Elementen bei anderen Spielen vielleicht zu kurz kommt, der sollte sich vielleicht mal die Adventure Games anschauen, weil letztendlich, ihr habt dann viel Vorbereitung, ihr könnt sofort loslegen. Man muss allerdings, und ich sag mal, man sollte auf jeden Fall mit der App spielen. Ich wiederhole mich, wenn ihr es ohne App spielt, ihr könnt es ja mal schreiben, warum, wieso. Man kann natürlich alles vorlesen, aber gerade weil die Stimme wirklich sehr gut gemacht ist, oder die... Hör auf! Ja, die Stimme oder verschiedenen Stimmen, da kann ich es wirklich empfehlen. Dann nutzt es auf jeden Fall mit der App und auf der Rückseite seht ihr auch die anderen Abenteuer. Also könnt ihr mal in die anderen Videos reinschauen, teilweise immer mit Bilder verknüpft, aber ohne jetzt zu viel zu spoilern, also ohne viele Hinweise, solltet ihr euch auf jeden Fall zurechtfinden. Und wer sich's holt, toller Preis übrigens, also zum aktuellen Zeitpunkt, der schaut mal über die unten genannten Links, das ist super. Also solltet ihr auf jeden Fall mal probieren, nutzt gerne die Links, da unterstützt ihr uns automatisch. Ja, sehr guter Typ, ganz klar, sehr guter Typ. Also, ich würde natürlich eigentlich wirklich gerne eine Hörprobe hören, ne? Das war eigentlich, was ich machen wollte. Verlies an, wie gesagt, Monochromatik war auch gut. Ist ja noch mehr Spielkritik. Das kann ich mir alles gar nicht, aus diesem Jahr, das kann ich mir alles gar nicht angucken, wie stehe ich denn dann da, wenn die das nicht gut finden? Oh, oh. Eine spannende Mischung aus Geschichte, Rätsel und Ermittlungen. Es sind tatsächlich nur 11,99, krass. Kosmos-App dazu nur wieder empfehlen. Das Herspiel dazu ist große Klasse. Und man tippt sich mit Zahlen kurz ganz bequem von Karte zu Karte. Hör auf. Da gibt's ja nur Lob für mich. Toll. Nimm die App für eine Hörprobe. Ich kann die App ja einfach runterladen, ne? Geht das? Muss ich den QR-Code aber benutzen, ne? Warte, ich kann halt keine deutschen Apps runterladen, ist halt das Problem. Dafür muss ich erst den auf mein anderes Handy und den Code wechseln. Das ist immer nicht so einfach. Alle bezahlt, ja, das kann natürlich sein. Können natürlich auch einfach sagen, dass du ein Arsch bist. Akte Bloom City. Ich würde jetzt einmal im Ernst, ich würde es natürlich jetzt gerne einmal euch ein bisschen zumindest mal hören lassen.
Es würde natürlich Sinn machen, dass die das auf ihrer Webpage haben, ne? Ja, Auswahl bestätigen, was soll's, ne? So, gibt es hier irgendwie Spielanleitung, Cover-Download, Druckansicht? Seid ihr bereit für das Abenteuer? Das bin ich überhaupt nicht! Dieses Spiel. So Licht in. Als Team habt ihr. Das bin ich ja gar nicht. Ist ja auch Quatsch. Das ist ja irgendeins. Weiß ich auch nicht. Nur zwei Autoren aufgelistet. Du, Ehre wem Ehre gebührt, ne? Da haben Matthew, ich denke mal Dunstan, ich habe ihn ja nie getroffen, und Phil Walker Harding, auch den, nie ein Wort mit dem Mann gewechselt, da haben sie sich die Finger wund geschrieben. Hier können wir noch ein bisschen mehr rausfinden zu den beiden. Die haben sich auch Mühe gegeben mit dem Ding. Nee, Kosmos. Ich hoffe, das seht ihr hier. Also, ich verlange, dass hier Kaylee mindestens steht. Ich selber bin mir scheißegal, aber hier soll Kaylee gefinnis stehen. Da steht sie auf der Packung. Da. Kaylee Anderson. So, zurück ins Studio. Ich finde keine Hörprobe. Oder ich habe noch eine letzte Hoffnung, wo sie sein könnte. Gebt mir mal ganz kurz, ich kann einmal in mein Archiv gucken. Es könnte sein, dass ich mal eins bekommen habe. Projekte, Streaming, Podcast, Kosmos. Oh, Vertonung. Ah, das sind nur die Nachaufnahmen, ne? Nachvertonung. Nee, habe ich nur Nachvertonungssnippets. Und die sind ja dann nicht abgemischt und nix. Schade. Muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich die App irgendwie so installiert, dass wir uns das anhören können. Jetzt gucken wir erstmal weiter. Ja. Sehr gut. Schon unterwegs auf dem Dachboden. Ich bin halt gierig. Das ist mein Charakter. Ja, ist ja auch cool. Du spielst gut aus. Ich sag du, gar nicht. Ich gehe zum Fernseher, nehme mir das Stromkabel, was hinten aus dem Fernseher rauskommt, und bind dem Affen nochmal vorsichtshalber die Arme. Der Affe hat gerade von mir, der ist gerade im Sack und hat voll aus dem Kopf. Ja, gekommen. Aber sicher. Ja, warte mal kurz. Dann muss der wieder aus dem Sack rausholen. Ist schon noch, wobei der ist so angeschlagen. Ja, doch, das. Dann kannst du es abreißen, einfach. Das schaffst du. Dann brech ihm doch einfach die Beine. Willst du ihn einfach das Maul? Also der kann zumindest, ist er nicht aufgestanden. Ist doch er scheint sich beim Sturz schon die Beine verletzt. Bist du am Gewinn bzw. Umsatz beteiligt? Ja, aber das ist jetzt nichts gegen Kosmos, aber solche Verträge, da siehst du nie irgendwie nochmal was in der Regel. Egal, wie gut sich das verkauft, da siehst du keinen Pfennig mehr. Da gab es initial eine faire Bezahlung dafür, alles cool. So, also... Du musst dir das jetzt nicht kaufen, weil du denkst, dass du ausgerechnet mich damit unterstützt. Du kannst dir das aber gerne kaufen, wenn du Lust hast, das auch zu spielen. Lass ihn doch noch die Arme brechen. Weil ganz ehrlich, der hat einen Tritt von Stanley Balls abgekriegt. Dass der Typ überhaupt noch lebt, ist eigentlich ein Wunder der Natur. Ey, sobald was wehrlos ist, wie ihr damit umgeht. So, ey. Zocker ist tot. Ja, dann nehmen wir ihm alles weg. So, bitte tötet mich nicht. Und wundert mich, dass du noch nicht die Zähne genommen hast. Der Affe liegt am Boden, Beine gebrochen. Er bricht mir auch noch die Arme. Ich warte, bis sie tot sind. Konsequent. Das ist ein Affe, Mann. Du kannst du nicht die Arme bringen. Also dann würde ich brech dem die Arme. Das ist halt ein Affe. Okay, mach mal minus 20 geistige Gesundheit bei dir. Ey, auf jeden Fall. Okay, wir haben ihn. Du möchtest ihm die Arme brechen. Nein, wir haben den Affen im Sack. Ist doch alles gut. Ihr diskutiert doch die ganze Zeit, was wir machen mit dem. Wir haben den Affen im Sack, Alter. Ja. So sieht's aus. Ja, oh Gott, okay. Affe im Sack. Du willst ihn fest. Treppe hoch. Ja, hab ich doch geschafft. Ja, ist alles cool, hast geschafft. Aber die anderen beiden können in der Zwischenzeit ja auch noch was machen. Während du nach oben gehst und du den Affen fesselst. Ich würde gerne den Rubik's Cube noch nehmen. Der eine Mitspieler mal bei GameStar war, zu Gast bestimmt mal, aber fest glaube ich nie. Dann nehme ich da rumlag. Dann inspiziere ich Bob. Ich will wenigstens sicher gehen, dass Bob nicht irgendwas Wichtiges ist, das wir hier übersehen. Wer ist Bob? Ja, vergessen. Ach, dieses Viech okay, vergiss Bob. Ach, du weißt, das Viech in der... Ja, ist okay. Ich habe eben gesagt, es scheint sich um Fötus zu handeln, denn die Nabelschnur hängt noch dran, aber es ist kein menschlicher Fötus. Vielleicht ein Pavian-Fötus. Aber ich sag mal, deine Kenntnisse über Tiere... Ja, ist okay. Ist schlagartig das Interesse. Ein Wurm. Als der Game Master gefragt hat, wer ist Bob, ist das Interesse schlagartig verschwunden. Der Primat... Ist ein guter Punkt. Wenn man den Spielleiter nach einem Charakter fragt und der Spielleiter sagt, wer, dann weiß man, okay, ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Pavian Döhler. Hallo Pavian Döhler. Hallo. Ihr seid sehr lustig da draußen übrigens. Ja, wunderbar. Okay, weiter geht's. Was machen wir denn jetzt mit dem Affen im Rucksack? Okay, dann du kommst... Bewertung. Danke, dass du extra eine Bewertung von Amazon raussuchst, wo irgendein Typ das scheiße findet.
Also ich freue mich, dass du dir die Mühe gemacht hast. Bist echt ein guter Kumpel. Nach oben. Da kommt, glaube ich, gerade ein Bild von ihm. Im Obergeschoss findest du einen weiteren, zumindest offensichtlich gesund aussehenden Pavian in einem Käfig. Er scheint sehr verängstigt zu sein. Oh. Daneben steht ein kleiner Schrank. Gut, bevor hier... Das ist ein sehr kleiner Raum, ist nicht das ganze Haus. Bevor mir hier irgendwer doof kommt, check ich mal, was da für im Schrank zu holen ist. Du findest in dem Schrank... Wer muss dafür sorgen, dass du auf dem Boden bleibst? Auf dem Boden bleibst, war einfach nur voll mies. Ich freue mich über irgendwas, nicht extra die Arbeit machen, irgendeinen schlechten Amazon-Konto. Voll gemein. Also wirklich richtig gemein, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Auch dann so ein XD-Smiley hinten dran. So ein XD-Smiley ist für mich immer ein ganz guter Indikator dafür, dass jemand einfach ein Fiesling ist. Nee, jetzt gucken wir weiter. Noch ein paar Pavian. Zwei Batterien. Ja! Diktiergerät. Mhm. Mhm. Kombiniere zwei Batterien. Vielen und Dank. Eine Karte. Minuskumpel, genau. Das ist ein Minuskumpel. Der richtige Minuskumpel-Kommentar. Zeig mal. Wollen wir mal mischen hier. So. Was tust du, Schmorf? Ich tausche was durch. Das klingt ein Fischbrötchen. Ich hab's also, ja, gibt's da irgendwo, also ich such was ganz Spezielles, ich suche irgendeinen dünnen Faden oder sowas wie Schnur. Leider hat niemand von uns ein Seil. Nee, ein Seil wäre auch nicht gut. Ich brauche irgendwas, um die Zähne zu einer Kette zu machen. Ich gehe zum Pavian. Ja, aber nochmal gerade, ich überleg gerade, wo es gehen würde. Doch oben an dem Bild. Könntest du theoretisch dieses Drähtchen nehmen, womit das Bild aufgehängt wird? Würde ich nehmen. So hilfst Nylon du ihm gerade eine Zahnkette zu machen? Ja. Ich will das nur für. Ich mag nur überlegen, ob auf dem Bild was war, sagst, wo mir nachher jemand sagt, das war aber auf dem Bild, Hauke. Das ist aber Quatsch. Das war in dem Raum. Ja, ja. Ein Nylonfaden. Ich habe mir das notiert. Okay, Oskar, du kannst dir schon mal so eine. Interessant, Zahnkette. Ich hatte schon mal eine Runde, in der jemand eine Zahnkette bauen wollte. Nee, wenn ich sie habe, wenn du sie hast, musst du es bauen. Mhm. Und in dem Fall habe ich drei Zähne und einen Faden. Zahnkette. Du musst ganz Oskar schon mal sagen, dass er dir eine Zahnkette bauen will. Ja, einer dieser Zähne hat aber auch wirklich ganz schlechte Kinderstube gehabt. Also so. Ich gehe zum Pavian und gucke den Pavian an. Okay, der Pavian bewegt sich immer noch. Er kann offensichtlich mit dem Batman-Rucksack um den Kopf nicht mehr beißen. Nein, der Pavian oben. Ich bin mit ihm hochgegangen. Du meintest, da ist noch ein anderer Pavian, der sich verängstigt. Der sitzt im Käfig, scheint sehr verängstigt zu sein. Ja, aber nimm doch einfach den Käfig mit, oder? Ich könnte ihn wieder beruhigen. Also der ist schon schwer, wie die hier gesagt haben, 30 Kilo so. Wir können irgendwas, und wenn wir es essen... Aber sollen wir den gesunden Paar... Ah ne, der andere ist ja schon quasi... Können den einen den anderen verfüttern später. Nein, ey, wenn es tatsächlich... Das sind immer so Ideen. Warum soll denn jetzt der eine an den anderen verfüttert werden? Lassen wir mal diese komische Stimme weg. Das ist vollkommen irrelevant. Aber nee, ein Pavian... Scheinbar ist da irgendwer drin gewesen. Vollkommen irrelevant, hat irgendwelche Versuche mit dem fucking Virus gemacht. Ein Pavian wurde erwischt. Ja? Steht da ein zweiter Käfig zufällig? Ja. Gut, ist der zweite Käfig aufgebrochen? Ja. So, das heißt, er hat beiden Pavianen irgendwie irgendetwas verabreicht. Theoretisch. Bei einem ist es ausgebrochen, der ist im Sack. Und der dritte ist im Mob in dem Glas wahrscheinlich. Und der andere ist da, entweder er wurde nicht infiziert oder aber er ist resistent dagegen. Da wird's interessant. Der Pavian. Der andere, der ist interessant. Ja, ja. So. Warum überlebt der Affe? Also frage nur ich für ihn. Euch, ich wollte nur sagen, ihr wisst natürlich, dass es über Bisse, übertragen wird. Nur, dass, also nur mal, falls jetzt irgendjemand das vergessen hatte oder so. Ihr wisst grundlegend, dass diese Krankheit über das Blut der Infizierten übertragen wird. Wissen wir eigentlich mittlerweile, was das Tiers nur heißt? Ansteckend ist? Nein. Also gut, aber gut. Das ist ja irrelevant. Also, Pavian, so, ist der Käfig noch benutzt? Hallo, du bist... Sehen? Ja, wahrscheinlich. Weil ich glaube, das Einzige, was wir mal bekommen haben für Pen and Paper, was so richtig creepy war, waren dieses Schmorf-Cosplay-Nacktbilder im Wald. Da, weil irgendwie, da war auch so ein Brief bei, wo jemand erzählt hat, ja, ich bin halt alleine in den Wald gefahren und habe so Bilder gemacht im Schmorf-Cosplay. Und das war dann, das ist ja auch irgendwie ganz witzig so, aber irgendwie mit diesem Brief und so wird das alles auch einfach nur gruselig. Im Grunde hat uns halt jemand Nudes geschickt, einfach. Also im Grunde hat uns jemand Nudes geschickt. Und hat halt so getan, als wäre das ein künstlerischer Akt. So. Was? Das haben wir doch auch mal erwähnt irgendwo, glaube ich. Da hat uns jemand mal halt so Bilder geschickt, wo jemand im Wald... Also ich glaube, man hat auf keinem seinen Schniedel gesehen, aber... Hä, das wisst ihr, das, da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. 100 Pro haben wir das bekommen. Dann haben wir das vielleicht auch nicht erwähnt on cam. Aber ich weiß nicht, falls du das hier hörst,
Du kannst gerne zugeben, dass du das warst. Die waren schon witzig, die Bilder. Da war halt nur so ein Schreiben bei. Und ich glaube einfach, der Autor dieses Schreibens hat in seinem Kopf klang das anders, als es bei uns klang. Du bist gerade einen Seiten. Welchen? Den, wo der Pavian schon drin war? Also der aufgebrochene? Oder der... Ist der kaputt oder können wir den... Ich habe es auch schon gesehen. Entschuldigung. Ey, wir müssen das kurz zur Zeit. Der Besen. Können wir das einmal schnell? Das ist ja groß. Ey, ach, Leute, ey, mein Freund, der Besen, also den hätte ich auch gerne dabei. Den möchtest du auch mitnehmen. Naja, nur wenn es die Leute nicht behindert. Ich kann mir... Wie gut das auch ist für so einen schnellen Sketch, ne? Mega gut. Nudini, markier dir doch einfach das Haus und wenn die Apokalypse bereinigt ist, kommst ich du zurück. Dahin, und ja. Also willst du jetzt einen freundlichen Besen oder keinen? Naja, ich würde gerne den Stock durch den Besen ersetzen irgendwie, dass der Besen... Okay, dann gib mir den Stock wieder. Boomhof. Ja. Ich glaube, dass dieser Besen und ich haben noch eine lange Zukunft vor uns. Okay, dann warte, gib mir noch mehr. Du willst ihn als Waffe benutzen oder was? Nee, das ist ein Freund. Ach so. Okay, das ist ein Freund. Freund. Der einzige Freund, den ich hier bis auf diese Zeit getroffen bin. Okay, ich gucke mir. Gerade drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Was gut, ich genau? Gehe nochmal zu Fabian und überlege. Man dreht sich aber mal im Kreis. Hör auf! Jetzt sag, was du tun willst. Ich gucke, ob der Pavian Bissspuren oder irgendwelche anderen Blessuren an dem Körper dran hat. Der gesunde Pavian, der oben ist, weil ich oben bin. Wie du schon sagst, nein, er ist gesund. Zumindest auf den ersten Blick. Kann er ist nur sehr verängstigt. Nein. Dafür reichen deine Pavian-Zähmkenntnisse nicht aus. Ist eine gute Idee von Woody. Sag mal, ein Wurm hat deine gesamten Zähmkünste erschöpft. Siehste? Wie heißt der Wurm? Deswegen denkt darüber nach, was du Hauke. Ja, okay. Schreib eben Hauke auf die Karte. Ein Dressurwurm Hauke. Oh, das ist super. Es ist auch ein richtig smarter Move. Ich weiß, da auch schon durchschaut, was er versucht zu tun. Dass dieser Wurm halt stärker oder lustiger wird, weil ich irgendwie mit meinem Ego das nicht vereinbaren kann, dass der nicht wichtig ist. Das genaue Gegenteil ist passiert. In dem Moment dachte ich mir, nee, kannst vergessen, dass der wichtig wird. Das ist schön. Okay, was tun die anderen? Also du hast, glaube ich, jetzt schon eine Weile nichts getan. Ein Dressurwurm. Ja, ich weiß auch, ehrlich gesagt, bin ich gerade so ein bisschen... Also okay, ich sag nur noch, was die Situation ist. Ja. Ihr habt oben diesen Raum, wo dieser Pavian ist. Er hat gerade Batterien in diesem Raum gefunden. Ihr habt, glaube ich, alles mitgenommen, genau. Was nicht nied- und nagelfest war. Wieder runterkommen. So, alles, was ihr auf dem Bild gesehen habt, was irgendwie Sinn machen könnte, habt ihr eingesackt. Ich würde sagen, dann sage ich, ey, was ist denn da? Was hast du da oben gefunden? Leider keine Batterien. Dann kommen wir hier nicht weiter. Was sind die denn? Achso. Hey, hattest du nicht so ein Diktiergerät? Nein. Schade, dann kommen wir hier nicht weiter. Es ist noch in der Schublade. Also keiner hat zumindest gesagt, er will es mitnehmen. Ich glaube, der Pavian hat Angst. Ich habe das an mich genommen. Das ist selbstverständlich. Gut. Möchtest du es an dich nehmen? Dann gehst du jetzt drüber und nimmst es an dich und die anderen sehen, dass du das tust. Wenn du nicht sagst, ich nehme das mit, dann hast du es nicht mitgenommen. Gut, ich gehe jetzt hin und nehme das Diktiergerät mit. Nachdem ich zwei Schlösser geknackt habe, um es zu bekommen. Dick Tier, also ein Schloss. Lass ich dann da liegen, damit es Röder kriegt. Diktiergerät. Du kannst es auch Schmorf geben und es ist der neue Freund. Okay, ja, dann macht er sich eine Kette draus. Du siehst, wie ein Diktiergerät an sich nimmt. Ja! Ich will die Batterien fehlen. Gut. So, sollen wir uns zusammentun? Das halte ich für eine gute Idee, aber ohne Spielchen. Ohne Spielchen, dann gib mir doch die Batterien. Nein. Alter, ich kann nicht mehr. Ja. Wir würfeln, wer es bekommt. Okay, nee, wir können alles, beide. Alles über drei kriegst du das. Okay, alles über drei kriegst du das. Alles unter drei. Während ihr diskutiert, zappelt ihr durch die Batterien. Weiter auf dem Boden. Versprochen. Ja, mach. Okay. Nein, W6 natürlich. Eins. Ja, ich krieg sowieso alles. Also ich krieg beides und noch was von dir. Okay. Also ich krieg die Batterien, tu sie ins Diktiergerät und drücke auf Play. Und in dem Moment, wo er auf Play drückt, hören wir Folgendes. Oh, das ist schon... Persönliche Aufzeichnung von Professor Dr. Winterkorn, Nummer 27. Der VW-Chef? Psst. Durch den Verlust meiner Sehhilfe sehe ich mich außerstande, weiter an der Erforschung des Theodor Adam Anti-Radiation-Syndrom-Erregers zu arbeiten. Yes! So wie Teil mein Geist auch sein mag, er ist und bleibt Sklave meines Körpers und dessen Unzulänglichkeiten. Das wussten die übrigens schon, dass Tears für Theodor Adam Anti-Radiation-Syndrom steht. Also es ist nichts Neues eigentlich. Ich nehme daher den Prototyp des Heilmittels und alle Aufzeichnungen an mich und suche nach einem besseren Ort für meine Forschung. Für einen Feldversuch blieb keine Zeit. Ich bin also im Ungewissen darüber, als wie nützlich sich meine Erfindung erweisen wird, wenn ich mit einem infizierten Subjekt in Kontakt kommen sollte. Ich werde mich mit meinem Wagen in südlicher Richtung durchschlagen. Ich lüge, ey, das sage ich doch im Intro des ersten Teils, da wird das doch erwähnt, oder? Kann auch sein, dass ich mich jetzt versehe, aber ich war mir relativ sicher, dass wir in Tiers 1 direkt im Intro lese ich doch den Plot, also die Lore vor. Da ist es doch drin, dachte ich.
dass ihr sie mit uns formen dürft. Und zwar postet. Um Erwin ab, wächst gerade und die ist cool. Ist ja auch auf Kaminfeuer. Gut, verbracht uns unsere vor. Sehr gut. Zu eurem Charakter passt. Eine Straftat der typischen Welt dazu führt, dass irgendwas auch nicht zuhören, aber... Die Welt, wie wir sie kannten, liegt in Trümmern. Vor etwa einem Monat brach das Tiers-Virus auch in Mitteleuropa aus und binnen weniger Tage funktionierte nichts mehr. Rettungspläne versagten in den meisten Ländern. Die öffentlichen Organe... habe ich da nicht gesagt. Und das war auch nicht in der Pre-Show. Weil es gibt einen Text, an den ich mich erinnere und ich war mir so sicher, dass ich den mal vorgelesen habe. Wo sind die? Da, Pen and Paper Tiers 2, Pen and Paper Tiers, da gab es gar keine Pre-Show wahrscheinlich, ne? Da gab es sowas noch nicht, Pen and Paper Pre-Show. Na gut, liege ich falsch, das wussten die noch nicht. Haben sie da erst gelernt, sind doch schlau, passen auf. Dort soll es nach meinen Informationen... Ich mach nochmal zurück hier. ...reisen wird, wenn ich mit einem infizierten Subjekt in Kontakt kommen sollte. Ich werde mich mit meinem Wagen in südlicher Richtung durchschlagen. Dort soll es nach meinen Informationen einen sicheren Zufluchtspunkt geben. Ende der Aufzeichnung. Hat er das gesagt? Oder hat das Gerät das... Ende. Klick. Theodor Edin Anti... Eddie? Theodor Anti. Eddie Anti Ready Eddie? Eddie. Alter Eddie! Theodor Edin Anti Radiation Syndrom. Ist immer wichtig, dass man nicht so selbstfokussiert ist, dass man in jedem willkürlichen Wort seinen Namen immer... Eddie? Entschuldigung, Edin und... Was auch... Was für ein mieser Diss von mir! Voll der Assi! So, was kann man doch nicht einfach sagen, voll gemeint. Eddie ist jetzt also... Eddie! Eddie! Theodor Edin Anti-Radiation Syndrom. Das heißt übrigens Tears. Gut. Ganz ehrlich, siehst du irgendeine Chance, dass ich den Pavian zu meinem Freund mache und ihn als... Genau, danach habe ich XD gesagt. Dann ist alles cool. Danach XD gesagt, kleiner Troll von mir. Waffe mitnehmen kann. Als warum will denn jeder... sagte er, während er ein Regelwerk How to be a Hero nennt. Das Regelwerk heißt How to be a Hero, du Schlaufuchs. Fuck, ich wollte lesen! Also du kannst es versuchen. Dafür müsstest du allerdings erstmal, weiß ich nicht, wie gehst du an so einen Pavian ran? Also ich war noch nicht in so vielen Pavian-Dating-Clubs. Futter. Futter, ja, du bist Futter, Junge. Für okay, ihn. Kannst du probieren. Möchtest du den Pavian Futter geben? Hier, soll ich dir was zu essen geben? Ja, ich weiß, alles gut. Klar, weißt du das. Also ich durfte den nicht zähmen. Du hast nur gesagt, kann ich den Pavian zähmen. Und der Vorgang zähmen dauert in der Regel ein bisschen länger. Danke schon mal für den Apfel. Ich gehe zu den Pavian. Ich gehe zu den Pavian in einer ruhigen, zärtlichen Stimme und sage, alles ist gut. Pavian Döler, alles ist Pavian. Gut. Mach noch ein bisschen zärtlicher. Pavian Döler. Ja, der Pavian war in meinem Kopf nicht super wichtig für die Geschichte, aber irgendwann, ich weiß nicht, ob die das schon gesagt haben, die setzen sich das gleich in den Kopf, dass das Patient Zero ist. Und das macht für mich an dem Punkt auch überhaupt keinen Sinn in der Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich da auch heute so drüber nachdenke, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Dass das, weil da, er sagt doch auch in dem Ding, ich forsche. Das ist doch, dass das Versuchsaffen sind, ist doch viel näher liegend, also viel mehr, also viel näher dran als die Idee, dass das irgendwie, ja. Alles ist gut, alles wird gut, keine Sorge. Der böse Pavian ist erledigt. Er kommt nicht in Stimmung, aber es Essen. Hier, ich halte ihm den Apfel halt vorsichtig hin, aber ich behalte ihn noch in der Hand, ja? Okay, er grapscht danach. Jetzt lass ich, jetzt lass ich los. Das war sehr naheliegend. Also komm, irgendeinen Affen finden und der ist Patient Zero, ist jetzt nicht super naheliegend. Aber es ist jetzt nicht völlig abwegig, aber es ist halt auch nicht so der logische Umschluss. Gut. Aber er ist, dass wir den Wurm vorher durch deine zärtliche Stimme nicht so erregt, wie er sein sollte. Er mampft einfach nur einen Apfel. Und er mag Äpfel scheinbar. Mhm. Sie gehen davon aus, dass Winterkorn das Virus geschaffen hat? Meinst du, warum heißt denn das dann Theodor Edin Anti-Radiation Syndrome? Und er sagt doch auch, ich forsche an dem Virus bekannt als. Also sonst hätte er gesagt, ich forsche weiter an der Verfeinerung des Virus. Ich meine, klar, hätte ich schon klarer lösen können in dem Raum. Vielleicht war ich doch zu sehr in meinem Kopf gefangen, aber für mich war jetzt nicht, dass das so wirkte. Aber da, wo der herkommt, gibt's doch viel mehr. Wollte gerade sagen. Ja. Können wir noch mal ganz kurz... Der Affe scheint deinen Dialekt nicht zu sprechen. Ganz kurz, Jungs. Lass uns doch noch mal überlegen, was hat denn Dr. Winterkorn gerade gesagt? Also er hat ein... Professor Dr. Winterkorn. Was hat der hat gesagt, er hat also Tests an sich selbst durchgeführt, aber er wechselt zu einem anderen Ort im Gen Süden. Theorie? Ja, der wichtiger ist, der Morph ist. Möchte Theorie äußern. Affe im Rucksack, dem ich eben noch ein... Das
Der Affe ist infiziert und der Typ arbeitet an ihm an dem Gegenmittel, ist was sie denken. Das ist auch richtig. Das wäre korrekt. Der Affe ist Testsubjekt. Er hat den quasi infiziert und versucht, an dem zu forschen. Das ist der Professor Doktor. Das glaube ich nicht. Vielleicht funktioniert Tiers für ihn halt so, dass es ihn zu einem Tier verwandelt. Und andere müssen davon weinen, zum Beispiel. Ja, was ist denn oder überhaupt ist mit der unsichtbaren Stimme, die Schmorf gerufen hat? Genau, ganz viel zum Ursprung von Tiers erfährt man einfach in Good Times Island. Da spielen die ja quasi den Day, den Outbreak sozusagen, den Tag, an dem das Virus ausbricht. Ja, das wird noch kommen, mit Sicherheit. Also, aber jetzt, also das war ja kein Witz mit dem Affen, sondern das war eine Idee. Aber halt dir für blöd? Ja. Ja? Ja. Naja, also sag mal, so dumm ist es nicht. Es ist nicht das Dümmste, was du heute gesagt hast. Ja, das ist schon mal, ja, aber der Rest war schon wirklich sehr, sehr dumm. Also das ist das Dümmste, was ich schon gesehen habe. Auf dieser kleine Schniedel. Alter, Döner, ey. Ach, herrlich. Dass da jemand extra ein Bild mit einem Schniedel rausgesucht hat, um dann so halbgarische Döhlers Gesicht da drauf. So gut, ey. Da jagelt Hagels wieder klagen. Ja, ja. Döler hat die besten Ansätze. Also die von Frage, der Pavian in der Economy. Lassen wir den Pavian eigentlich im Käfig oder lassen wir den frei? Weil wenn wir ihn im Käfig lassen, wird der früher oder später verhungern. Ich finde, den Pavian also, sollen wir entweder freilassen oder ihn zähmen. Ja, ich versuch's. Wie gesagt, kurz, ich versuch's ja gleich wieder, aber nur mal kurz auf Eddie zurück. Also, der Professor hat irgendein Serum gemacht. Er glaubt, dass es halt ein Antiserum ist. Er hat es an sich selber ausprobiert, weiß aber nicht, ob es klappt. Und er ist mit seinem Wagen Richtung Süden aufgebrochen. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er will und er hat gesagt, vorher injiziert er sich den Shit. Ja. Vielleicht ist er zum Affen geworden, verdammt nochmal. Ja, und hat sich dann selbst... Ist zum Affen geworden, ist auch so geil. In der Welt ist bisher alles zumindest halbwegs realistisch. Ist er zum Affen geworden. Ist eingesperrt oder zum Besen. Wer hat denn den Affen eingesperrt? Da hat doch niemand von geredet. Ja, der war eingesperrt. Also ich meine, es gibt keine dummen Ideen in einem guten Pitch-Meeting. Es ist schon eine spezielle Idee. Oben in der Klappe. Der ist aufgebrochen worden, der Käfig. Ich sag nur, weil wir es jetzt nicht nochmal hören wollen, weil es so lange dauert. Er hat nicht gesagt, er hat sich selbst gespritzt. Er hat gesagt, es blieb keine Zeit für einen Selbstversuch. Okay. Ah, okay. Da hat sich Herr Bergmann halt falsch zusammengefasst. Leute, lasst uns doch einfach gen Süden gehen. So wie es die ganze Zeit schon machen. Ah, wobei, okay, wenn er dachte, dass der sich auf jeden Fall das selber ist, nicht mehr ganz so abwegig, aber sich in Affen verwandeln ist natürlich schon... Ich meine, hätte schon sein können. Er weiß ja einfach auch die Logik der Welt noch nicht. Aber es war auch in dem Moment, dachte ich, ist ein interessanter Pitch. Gut. Und gucken, vielleicht finden wir den Prof. Der ist die... Hat Winterkorn die eiskalt zurückgelassen? Ja, die hat er eiskalt zurückgelassen. Ich muss natürlich auch sagen... ein infizierter Affe und so, aber ja, der hat die einfach zurückgelassen. Lösung für das Problem. Wir haben doch schon Patient Zero in dem Sack, ey, Leute. Wir müssen nur noch im Chemielabor... Der ist in deinem Rucksack, deshalb schleppst du ihn auch weiter mit. Nee, den Rucksack. Ist das Zufall, dass bei dem Würfelbeispiel auf der How to be Hero Website der Typ Hauki heißt? Das hat das Team irgendwann, hat diesen Charakter erfunden, Hauki. Das ist dieser Pixel-Charakter, den die immer als Beispielcharakter nehmen. Ach so, du versuchst das jetzt so zu dringen, als ob ich irgendeinen Charakter nach mir selbst benannt habe. Muss ich jetzt überlegen, ob ich mal irgendeinen Charakter nach mir benannt habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also nicht, dass ich mich erinnere zumindest, aber gibt es bestimmt ein Beispiel, da kennt ihr euch besser aus. Aber nee, Hauki habe leider auch nicht ich erfunden. Kannst mir auch keinen Strick draus drehen. Den Wurm habe auch nicht ich benannt. Blauke am Schiff, der habt ihr doch so genannt. Den habt ihr doch einfach so genannt. Pavian, also warum soll er einfach Pavian rauszappen? Der ist nicht den tot. Den blutenden Pavian nehmen wir nicht mit. Ich will den lebenden mitnehmen. Der ist nicht tot. Was kann ich würfeln, damit ich versuche, ihn einfach mitzunehmen? Und wenn das klappt, dann klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Ich weiß nicht, wie sieht dieser Vorgang für dich aus? Beschreib mir, was du vorhast. Der Discord-Bot heißt auch Hauki. Der heißt Hauke-Bot, oder? Den hab ich auch nicht ich so genannt. Den habt auch ihr gebaut. Ich versuche, wirklich den Pavian irgendwie Freund zu werden. Ihn. Okay. Ah doch, es gibt hier im Chat einen Haugebot. Den habe, glaube ich, damals so genannt. Ich glaube, den habe ich aufgesetzt. Den habe ich, glaube ich, Haugebot genannt. Ja, der heißt natürlich auch so, wie der Kanal heißt. Ne? Ja, du musst ihn schon beruhigen. Genau, aber Blauke nicht eingeführt als selbstironische Anspielung. Ja, aber das Wort erfunden hattet ihr ja vorher. Also die Community, das habe ja nicht ich erfunden. Waage. Budi. Sein Freund werden kann heißen, du sitzt wochenlang mit ihm rum und schaust gemeinsam irgendwie Game of Thrones. Aber es kann auch sein, dass du den Käfig aufmachst, reingreifst und sagst, lass uns Freunde sein! Ich glaube, so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Kannst du bitte aufhören, jeden Gegenstand in dem Spiel zu befreunden? Aber also nee, looten, habe ich gesagt. Sag mir einfach. Nee. Aber Herr Bergmann, Sie können doch den Käfig einfach mitnehmen. Dann haben Sie den Affen in einem sicheren Habitat für Sie zum Tragen. Ach, ich habe nichts zum Essen, das ist das Problem. Ich mache den Käfig auf. Meine Idee war jetzt nicht mal. Was? Okay. Bist du verrückt? Als du den Käfig öffnest, dreht der Pavian sich um,
rennt auf dich zu, stößt dich zur Seite, springt die Treppe runter und bricht durch ein Fenster ins Freie. Du bist tschüss, Wahnsinn. Also er reißt aber, ja, gut. Reißt aber auch die Fensterläden mit auseinander. Vielleicht. Also er haut halt echt so bam, voll aus dem Fenster raus. Die Fensterläden fliegen auf, überall sind Scherben und er ist frei. Darf ich an die Gruppe eine Bedenken äußern? Ich glaube, dieser Affe wird uns noch verfolgen. Denn es ist der Affe wahrscheinlich, der eben nicht infiziert werden kann. Ergo, er trägt den Virus. Ich würde gern wieder in meine Schmiede. Ist auch geiler Fallback. Alles ist scheiße, ich will nach Hause. Der letzte Satz gefiel mir am besten. Na gut, ja, ich bin fertig. Ich gehe runter und sage zu Stan, ey, du hattest doch vor sehr langer Zeit die Idee, wir gehen einfach Richtung Süden. Ich bin dabei. Hatte ich schon vergessen. Richtig. Kein Ding, ich erinnere dich immer wieder gerne. Let's go south. Dann gehen wir aus unterschiedlichen Gründen alle zusammen nach Süden. Ja? Die Frage ist, wo ist Süden? Vielleicht können wir schon nochmal bitte. Okay, ich habe mal gelesen, die moosbewachsene Seite ist eine der vier Himmelsrichtungen. Survival-Tipp. Die moosbewachsene Seite ist eine der vier Himmelsrichtungen. Danke. Mal als Hinweis. Norden, Süden, Westen und Moos. Als kleinen Hinweis war ich von dem... Das wurde auch irgendwann Gag. Norden, Süden, Westen, Moos. Ich glaube, das ist irgendwann auf eine Karte später gekommen, auf einen Kompass oder so. Norden, Süden, Westen, Moos. Im Haus führte ohnehin nur eine Straße weg. Ja. Und der hat gesagt, er fährt. Moos. Dann gehen wir da lang. Dann folgen wir der Straße. Als Berlin noch getrennt war zwischen Westen und Moos. Ich glaube, die beiden sind noch nicht so bei euch. Als Berlin noch getrennt war zwischen Westen und Moos. Alter, wo die feuern richtige Knallergags ab, während keiner zuhört. Das habe ich damals gar nicht mitbekommen. Der ist richtig gut. Ja, Hallo, wir haben eine neue Himmelsrichtung. Ist ja auch alles gut, ihr könnt euch auch gerne unterhalten. Ich sage nur, weil die beiden haben schon einen Plan geschmiedet. Wir machen das und das. Okay, wir folgen. Wir folgen, komm, ne? Ist egal. Okay, dann sprengt ihr alle gemeinschaftlich in den großen Gulaschtopf. Das war nicht der Plan. Was? Nein. Schmorf. Der Game Master versucht sich reinzulegen. Hast du mitgekriegt? Nee. Schmorf. Wie alles ein Pimmelchen hat. Auf der Pavian. Da macht der Helm Sinn. Allerdings. Was denn? Keine Paviane reiten ohne Helm. Hier, Geronimo, Stan. Ich habe mich gerade. Was geht? Also, der Doktor hat gesagt, er ist gefahren und von dem Haus, so haben wir gerade erfahren, geht nur ein Weg ab, auf dem man fahren könnte. Mhm. Deshalb folgen wir diesem Weg. Ja, ja. Ich werfe einen letzten Blick um das Haus. Oh, ja, ja. Sind da irgendwo Benzinkanister, Waffen, irgendwas? Du machst nochmal einen Weg ums Haus? Ich gucke noch einmal ein letztes Mal rein und gucke, ob ich noch irgendwas... Ich glaube, hier belohne ich ihn nur, weil die anderen so genervt von ihm waren. Etwas finde. Du findest nochmal... Du belohnst es auch noch. Du musst doch auch mal das bestrafen. Hier doch mal yes, Leute! Das belohnen. Okay, aber sowas wie, du weißt, das Problem ist gerettet. Kein Problem. Sowas muss mal kommen. Nicht immer nur... Da war halt wirklich das Problem, dass ich einfach nicht drüber nachgedacht habe. Die Ressourcen, die ich Ihnen hier gebe, können Sie viel zu wenig einsetzen, weil halt viel zu viel Zeitdruck in dem Abenteuer ist. Das ist halt später auch zum Glück anders geworden. Also jetzt in Ultracore könnten Sie ja sagen, wir setzen uns jetzt erstmal 2 Tage hin und basteln uns einen Bogen. Das überspringe ich nur, weil ich halt sage, ey, fuck it, ihr kriegt einfach einen, damit ihr es nicht machen müsst. Belohnung. Ich habe etwa 2 Meter Klebeband, was so viel bedeutet, ich könnte euch alle in der nächsten Nacht einfach nur die Fresse zukleben. Mhm. Okay. Das wäre sehr langweilig. Warte. Eine Idee. In der nächsten Nacht die Fresse zukleben ist nur. Du könntest auch. Danke. Du könntest das Tape benutzen für ihre Verletzungen und dann hast du wieder Seil. Nur so. Weißt du, was ich meine? Das ist aber nur so, falls du mal ein Seil brauchst. Hätte ich das nochmal vorgehabt, dann hätte ich den Pavian zukleben können. Den lebenden. Alter, sind wir schon auf dem Weg nach Süden? Nein, wir sind immer noch... Geronimo Rüder, der hier durch die Luke guckt auf den Pavian. Das ist okay. Einfach sehr ja, also was tut ihr? Ja, okay, das ist nach Süden, oder was? Ja. Sehr geil, dass ihr das alles macht. Ja, nach Süden schalten. Ohne Scheiß. Das ist auch so schnell, gell? Ja. Das Tempo ist krass, ne? Aber so, was ihr wollt, wirklich alle gegen... Seid ihr euch einig? Das ist nur meine Frage. Wirklich, eine ganz kleine, er hat es von als Detail genannt, das ist so eine Lichtung und da steht eine Kuh. Und ich frage nur, wie viel Essen habt ihr noch? Weil theoretisch könnten wir erstmal ein Barbecue machen. Alter, dann habe ich... Hat gerade jemand ausgegeben. Wie viel Essen habt ihr noch? Falls ihr kein Essen mehr zu Hause habt. Ausrufezeichen Werbung. Wisst ihr eigentlich, dass Reishunger hier Sponsor ist? Fällt mir gerade so ein. Aber nee, im Ernst. Ist schon lange Sponsor hier, ist gerade im Chat gepostet worden, könnt ihr gerne mal draufklicken und euch angucken. Ist Werbung, dafür werde ich bezahlt, dass ich euch das gerade sage. So, jetzt gucken wir weiter. Zeit, die Bogen zu schnitzen. Ey, das meint nicht, weil wie gesagt, wir sind ja in der Game-Welt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir setzen uns jetzt häuslich nieder für 2 Tage. Geronimo Rüder kriegt einen Bogen. All seine anderen Werte sind ja nicht so cool. Das heißt, die Shotgun wird frei. Das ist auch die Bedingung dann, dass wir da bleiben, dass du die Shotgun mir gibst zum Beispiel.
Ich habe ja hier immer versucht, ihnen Zeitdruck aufzubauen. So, ne? Ey, der ist gerade abgehauen. Die Paviane leben noch. Die können also noch nicht verhungert sein oder verdurstet. Das ist also nicht so lange her, dass der weg ist. So. Vielleicht beeilt ihr euch lieber. Und wir können die Kuh tatsächlich melken. Mehrfach melken. Ja, oder halt tatsächlich schlachten und Fleisch machen, weil dann haben wir Essen. Weil wie viel Essen habt ihr noch? Ich habe kein Essen mehr. Sie haben doch ein Seil. Ich meine, eine Kuh ist jetzt kein gefährliches Tier. Wir können die Kuh doch einfach permanent auch mit uns nehmen, als, oder nicht? Als Reittier, auch Gepäck, als Gepäckträger. Gepäckträger, aber vor allem auch. Die wird nicht langsamer sein als wir. Nein, du kannst... Ja, also es ist natürlich auch genau, also wie du es jetzt sagst, die haben natürlich auch einfach sehr wenig selber kombiniert. Ne? Sie haben ganz wenig auch... irgendwie Ambitionen gehabt, mit dem System rumzuexperimentieren, muss man einfach auch sagen. Also ich hatte auch so ein bisschen, habe ich nicht verstanden, warum sie das so gar nicht gemacht haben. Also warum sie so gar nicht mal auf die Idee kamen, irgendwas zu machen mit dem Item-System, aber ja. Hast du storytechnisch was geändert, weil die Jungs jetzt 2 Tage warten? Wie meinst du? Die warten jetzt wirklich 2 Tage? Die Kuh nicht innerhalb kürzester Zeit zählt. Ja, aber eine Kuh ist doch nicht zählt. Ich würde auch sagen, sie sah nicht sehr wild aus. Kann ich meinen Regenwurm in das Ohr von der Kuh... Simon Kretschmer, der mit der Kuh tanzt. Ja, was machen wir mit der Kuh? Also ich finde das gar nicht so schlecht, so ein Biwak. Ey, ist alles, ja. Und sei es nur, ey, ganz ernst, sei es nur Milch. Ich habe einfach, wir brauchen langfristig... Ich habe einen ganzen Rucksack voll Nahrung. Du bist aber auch Stanley Bowles, Alter. Ja, du wahrscheinlich. Naja, ich kann euch was geben. Cool. Ich will aber nicht abhängig sein von dir. Können wir die. Ich will aber nicht abhängig sein von dir. Ist auch so ein Kuh. Können wir die einfach mitnehmen so? Ja, können wir die Kuh mitnehmen? Können wir die Kuh erstmal mitnehmen? Wir müssen ja nicht 2 Tage da warten, aber können wir die Kuh mitnehmen? Ich würde sagen, theoretisch ja. Ja? Ja, diese Kuh. Der Einzige, der von uns, ich meine, im Klebeseil eine Kuh fest. In meinem Kopf geht er jetzt als vor. Warum? Also warum wollen die diese Kuh mitnehmen? Ich verstehe das halt einfach gar nicht. Die ist ja auch total langsam. Das ist ja auch mega nervig, die dabei zu haben. Heute würde ich halt sagen, ja, easy so. Könnt ihr mitnehmen, kein Problem. Festkleben. Ich gebe euch aber keine Karte. Du hast noch ein Seil, das heißt, du könntest die ist wie ein Spieler. Das ist richtig. Ja. Okay, wer nimmt die Kuh? Naja, eigentlich der Jäger, macht ja am meisten euch Sinn. Fehlt es allerdings, habt ihr Seil? Ich habe ein Seil, ja. Ich nehme die Kuh, ich mache das Seil um die Kuh. Aber das ist doch um es steht Kuh. Dir nicht zur Verfügung gerade, das ist wichtig. Aber ich lege es hier hin und wenn du sagst, ich will es wieder haben, musst du es erst von der Kuh losbinden. Okay, dann nehme ich die Kuh mit dem Seil und ich nenne sie... Das ist für die auch immer schwierig, zu akzeptieren, dass ein Item kurzzeitig weg ist. Heike. Winnie. 30 cm Seil reichen nicht, um eine Kuh mitzunehmen. Hallo, 30 cm, das sind so viel. Das ist so viel, er zeigt das noch selber. Damit will er eine Kuh festhalten. Ja, so viel und du musst um den ganzen Hals. Und nee, dann musst du noch anfassen. Hast du noch Seil? Machen Sie doch mal. Das ist so geil, diese Argumentation. Ja, das ist so viel. Ja, genau, das ist nur so viel. So viel? Von ihrer Beinwunde weg. Die ist doch auch nicht so wichtig. Ja, ja, Hauke, nee, versuch keine NPCs mitzunehmen. Die Jungs, da ist eine Kuh, lass die mitnehmen. Die haben auch gerade den Pavian eingepackt. Also, ich meine, der Vorteil ist, der Pavian, die Kuh können halt nicht sprechen. Habe ich ja schon mal gesagt. Mein Hauptgrund dafür ist einfach, wenn du NPC einpackst, dann spielt einfach andere deine Spielzeit. So, du hast dann halt einen NPC dabei, der halt für dich die ganze Zeit spielt. Immer wenn der dran ist, bist du halt nicht dran. Immer wenn du den vorschickst, dann muss der Spielleiter mit sich selber interagieren. Das ist doch total langweilig. Ist es verheilt, oder was? Ja, schön mal. Ja, verheilt ist noch nicht, aber die Schiene ist schon... Also sag mal, du bräuchtest sie nicht mehr unbedingt. Ja, dann hätte ich gerne 4 dieser Seile wieder, binde sie zusammen und dann hätten... Dauerhaft Nahrung und Trinken dabei haben ist auch mega smart. Leider bekommen die Jungs so gut wie nichts an Nahrung durch das Töten der Kuh. Ey, erstmal, ne? Die haben sowieso genug Essen. Zweitens, wie stellst du dir denn eine Kuh vor? Wenn du dir den ganzen Tag mit dir rumlaufen lässt, hat die doch nicht abends genug Milch, dass ihr euch alle den Rachen voll trinkt. Das dauert auch ein paar Momente, so eine Kuh zu melken. Also eine Kuh ist nicht so wie ein gelaufener Getränkeautomat. So ein Tier hat schon auch Bedürfnisse und irgendwie hat Emotionen. Also eine Kuh empfindet dann auch Stress, wenn man die ganze Zeit mit der rumläuft. Und eine Kuh ist halt auch nicht gerade ein Langstreckentier, so wie wir die gezüchtet haben. Wenn du die ein bisschen dran gewöhnst, sind das sehr flinke Tiere. So, aber so eine Milchkuh, die auf dem Acker steht, das ist halt voll jetzt das Euter. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass du da jeden Tag deinen Rachen drunter hängst und dich erstmal satt trinkst in 2 Minuten. Also funktionieren Kühe halt nicht. Wir nehmen mit dem Seil von Geronimo Röder 5x30 cm. Warum sollte die Kuh eine Milch? Na, würden wir jetzt mal davon ausgehen, das wäre eine Milchkuh. Aber ja, ist auch noch ein guter Punkt, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Dass diese Kuh dauerhaft gemolken wird, ist natürlich jetzt auch einfach nicht super, super wahrscheinlich. Ne? Die wird vielleicht jetzt da auch schon ewig rumgestanden haben. Aber kann natürlich sein, dass der Winterkorn die gepflegt hat, die hat gekalbt und der hat die konstant gemolken. So, ja.
1500 Meter. Also eine Kuh gibt gut 25 Liter am Tag. Also, ich weiß, dass du das einfach nur schnell gegoogelt hast. Wenn du jetzt eine Kuh vom Acker klaust und mit der die ganze Zeit rumläufst, ne, mit vier Irren und zwischendurch ballert ihr mal, ein irrer Pavian schreit da rum und so, dann gibt deine Kuh morgen keine 25 Liter. Die hat erstens nicht genug gegessen, zweitens zu viel Stress gehabt und drittens zu viel Bewegung, um so viel Milch zu produzieren. So, die wird schon Milch geben wahrscheinlich, aber 25 Liter wirst du da nicht rausschnasseln. Und versuch mal mit der Hand 25 Liter aus einer Kuh zu melken, als nicht erfahrener Spieler. Wobei einer von denen hat Landwirtschaft. Das ist ein guter Punkt. Na gut, 23 Liter. Okay, 23 Liter. Exakt. Und da kommt ja ein Teil, kommt ja auch noch als Kakao und der Rest, den kannst du ja Kiri direkt dann rausmelken, ne? Wie viel der Seile willst du nehmen? Ich gebe erst, ich bin die alle zusammen. Das sind vier. Ich nehm eins für mich und drei gebe ich Jerome Röder. Eins, das reicht, um die Kuh nehme ich auch gerne noch. Dann würde ich sagen, das reicht. Ja. Wie? Ich will dein Seil haben. Ja. Mit Melken kenne ich mich aus. Und dann so ein richtig ekliges Kappa. Nix mehr, ist ja okay. Okay, gut. Ja, ich bewahre die hier auf. Ja. Die sind an der Kuh. Wir nehmen die Kuh mit. Winnie, hallo Winnie. Ja. Ja, der klar. Entscheidende Tipp. Die muss wachsen seit in der Filmesrichtung. Winnie the Kuh, alles! Winnie! Die moosbewachsene Seite ist eine der vier Himmelsrichtungen. Das ist echt so ein geiler Survival-Tipp. So, okay, ihr könnt die Kuh mitnehmen. Also, was macht ihr? Wollt ihr sie jetzt mitnehmen und Richtung Süden gehen oder wollt ihr einen Biwak aufbauen? Besser als ich rufe leise. Also. Dass ihm das auch selber klar wird, ich rufe leise. Das wusste ich gar nicht, dass die selber auch wissen, dass das vielleicht nicht so plausibel ist. Wollt ihr sie jetzt mitnehmen und Richtung Süden gehen oder wollt ihr einen Biwak aufbauen? Besser als ich rufe leise. Also. Ganz ehrlich, wir können, wenn wir das Biwak machen, ja, kann ich einen Bogen bauen. Was ist ein Biwak? Ey, hör doch mal jetzt zu. Es gibt so ein Feldlager. Ist auch geil, das ist einfach Biwak, so ein Bundeswehrfeldlager. Für was steht Biwak nochmal? Irgendwie Babla im irgendwie Kampf. Weiß es jemand irgendwie bei Bundeswehr, für was steht Biwak? Das ist eine Abkürzung, glaube ich, ne? Oder? Ist das nicht eine Abkürzung? Oder ist es einfach ein Wort? Bundeswehr im Wald außer Kontrolle. Quatsch. Was steht das wirklich? Das heißt doch nicht wirklich Bundeswehr im Wald außer Kontrolle. Das ist wahrscheinlich ein Wort einfach. Vom französischen ja, Bivouac. Ah, Feldlager. Ah. Okay, ist einfach ein Wort. Aber wir haben doch gerade eine Hütte noch gehabt. Warum ja, wir jetzt? Ja, das ist ja das. Also ich bin also dafür, dass wir hier zwei Tage halt machen, her. Uns ausruhen. Und den ganzen Stress von der Seele uns ausruhen. Können wir erstmal Party machen. Leute, ey. Ja, was das ist fertig, ey. Los. Bitte. Können wir den Pavian nochmal zeigen? Das ist echt lustig. Hört auf, wir hatten das vom Spiel ab. Aber da hat jemand diesen Kompass das mit Moos. Jetzt wissen wir, wo Moos also wächst. Auf welcher Himmelsrichtung. Das ist ja brillant. Ey, Norden, Süden, Westen, Moos. So, okay, weiter. Was macht ihr? Ihr habt die Kuh am Seil. Ja, ich plädiere für Biwak. Da kann ich mir einen Bogen bauen und Pfeile bauen und so. Voll geil. Ja, ich muss eh noch mit dem Besen ein bisschen mich anfreunden. Ich bleib auch mit dabei. Ihr beide, eure Meinung? Bundeswehr, Biwak steht außerdem Bundeswehr im Wald außer Kontrolle, laut Bundeswehrseite. Ja, du. Vielleicht auch. Kann er seine Verletzung ausheilen. Ja, super. Dann kann er wieder klettern. Die Kuh währenddessen kann Milch geben. Moment mal, war auf dem Kopf was wirklich Osten auf der falschen Seite? So, okay, weiter. Was macht ihr? Ihr habt die Kuh. Ja. Wächst aber ja. Aber jetzt wissen wir. Das ist wirklich Osten auf der falschen Seite. Jetzt wissen wir, wo Moos investieren. Ausheilen. Ja, super. Dann kann ich wieder klettern. Die Kuh währenddessen kann Milch geben. Okay. Ja. Und dann können wir Käse machen. Einen einzigen Punkt nur zu bedenken. Einen letzten. Die Stimme. Das hast du schon dreimal gehört. War in der Gegend, wollte ich nur noch mal sagen. Ja, ist doch geil. Und die Stimme kann uns nichts anhaben. Ich glaube, es war der Pavian. Ich bleib dabei. Ich glaube, es war Papa. Der hat einen Papagei gegessen, der Pavian. Ja. Aber der war doch da oben eingesperrt. Ein was? Papagei. Ja, aber. Er ist gezählt, kann ich jetzt reden. Okay, wir bleiben in der Hütte, okay? Und ruhen uns so lange aus, bis Jeronimo Röder ein 1A Bogen hat. Ja, auch Pfeile. Bogenpfeile auch so schön. Was ist los? Ich überleg gerade, wie lange. Hast du nicht mehr so lange Zeit? Nee, ich sag nur. Nee, so, okay. Hast du nicht mehr so lang Zeit. Zwei Tage wird das schon dauern, bis du deinen Bogen zusammen. Ja, du kannst doch schön ausruhen und Geschichten erzählen. Okay. Das ist die Frage, ob der Professor bis dahin natürlich ungefähr Zeit. Ich glaube, ich weiß leider schon. Ich glaube, deswegen habe ich so. Also, ich habe das halt vorher gegoogelt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das so. Ich bin jetzt auch nicht super im Bilde, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist den Bogen bauen gar nicht so das schlimme Problem. Pfeile machen ist halt sau schwer.
Also einen Pfeil zu bauen, der wirklich funktioniert, sodass das eine kalkulierbare, gefährliche Waffe ist, wenn man das in den Bogen spannt, das machst du halt nicht in 5 Minuten so. Und ich wusste, dass er mir halt erzählen will, dass er dann auch ein paar Pfeile baut. So. Und darum gab es auch den Beruf Pfeilmacher. Das machst du halt mal nicht eben so. So, ist halt ein Stock, ne? Ja, so stellt man sich es halt vor. Aber darum hast du auch noch nie einen guten Bogen gebaut, wahrscheinlich, selber. So. Nee, Spitze ist auch, dass der gerade ist. Du musst ja hinkriegen, dass der sich dreht, damit der überhaupt stabil fliegt. Also, dass dein Pfeil aus deinem Bogen rauskommt, ist nicht das Problem, sondern dass der da landet, wo du damit hin wolltest. Und ich wusste schon, dass das eine Diskussion wird, weil er dann sagt, jetzt baue ich halt noch ein paar Pfeile. So. 14 Stunden. Okay, ich hätte gerne von jedem von euch Bogen hat. Für 2 Tage die Nahrung. Okay, oh, und ich würde aber gerne währenddessen... Wenn ihr da 2 Tage... Oder wir schlachten die 2 Tage was essen. Hallo, du bist ein Jäger. Ja. Du kannst ja wohl auch... Oder wir schlachten die Kuh. Auch das kannst du doch auch erstmal nur sofort essen. Du kannst ja nicht das ganze Fleisch. Du hast keine Kühlmöglichkeit. Und das, glaube ich, diskutieren wir da nicht gleich auch nochmal drüber, weil die dann sagen, das können wir doch mitnehmen. Was macht ihr denn damit? Pökelt ihr das schnell? Auch mit der Kuh kommunizieren. Weniger diskutieren, mehr Nahrung geben. Was hältst du eigentlich von der Rule of Cool? Beispielsweise wäre es natürlich ein Riesenakt, Pfeile zu bauen. Aber fürs Spiel wäre es doch cool, wenn Nils den Bogen hätte. Ja, voll. Also jetzt, heute würde ich das auch anders lösen. Da würde ich sagen, fuck it, ist egal, kann er jetzt machen, so. Damals war das aber auch, irgendwann kam mir der Punkt immer näher, wo das auch so ein Running Gag wurde. Aber alles ja, aber kann ich die Wartezeit auch für irgendwas nutzen? Weil ja, würde ich gerne Cube lernen. Das will ich als nächstes. Du willst den Cube lernen? Ich habe 2 Tage, das reicht ja wohl. Okay, das... Also ja, keiner kann ihn mir beibringen. Internet? Naja, aber selbst wenn er eine Trefferchance von 1 zu 10 hat, das hätte ich trotzdem normale geschnitzte Stöcke gelten lassen. Nee, sorry, Alter. Normale geschnitzte Stöcke als Pfeile in einem Bogen benutzen, den du auch nur improvisiert hast. Vielleicht unterschätze ich da auch die Wirkung, aber das ist nicht mal eine Trefferchance von 1 zu 10. Selbst mit einem guten Bogen als ungeübter Schütze triffst du doch nicht mal. Also kann ich ihn jetzt lernen? Ja, kann ich würde ihn gerne versuchen zu lernen. Okay, so, das kannst du machen, ja. Ich habe kein Essen, Leute. Mir fehlt Essen. Ich habe auch noch eine Dose. Aber was ist denn mit der Kuh? Können wir die dann schlachten und essen? Ich brauche für 2 Tage 8 Mal Danke. Essen. Okay, ich kann einmal Essen hergeben. Was? 8 Essen? Oder eine Konservendose zu. Ja, okay, 2 Essen kriegst du von mir. Okay, 2 Essen und Trinken haben wir. Dann brauche ich jetzt noch... Alles wegen deinem Bogen, ey. Hier, so. Wir haben eine Schrot. Okay, noch eine Konservendose. So, nee. Eine Tagesoption. Ich glaube, hier war auch so das Ding, dass da war ich so streng, weil ich dachte, okay, wir kommen jetzt in eine andere Art Spiel. Also... dass die jetzt eben doch mehr Zeit haben möchten, freier spielen möchten und so. Naja, da müssen wir halt auch in das Ressourcenspiel übergehen. Okay, wir haben hier einmal... Was denn? So, ganz kurz Frage. Ja. Wollen wir die Kuh jetzt behalten oder wollen wir sie essen? Mir also fehlt ich noch... Ich bin verschlachten. Dreimal essen. Ich habe kein Essen. What? Weil dann ich habe doch für dich gerade mitbezahlt. Dann würde ich dir auch vorschlagen, dass während ich den Bogen baue, ihr habt ja 3 Messer, könnt ihr sie von 3 Stellen gleichzeitig schlachten. Mir fehlt noch... So viel ich weiß, 2 bis 3 Stunden pro Pfeil? Nee, sorry. Also du mit einem Lagerfeuer und einem Schnitzmesser baust nicht in 2 bis 3 Stunden einen Pfeil. Du brauchst ja auch... Nee, ist egal. Also, um diese Diskussion nicht zu müßig zu machen. Können einfach alle ja mal selber googeln. Können wir im nächsten Stream ja mal in Ruhe drüber reden. Dann gucke ich mir das auch nochmal an. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Aber so wie ich das rausgefunden habe, dauert einen normalen Holzpfeil bauen mehrere Tage. Das kann man natürlich in Reihe machen und kann mehrere über diese Tage bauen. Aber du musst den über Feuer langziehen. Du brauchst bestimmte Federn. Du nimmst Entenfedern und nicht irgendeine Feder dafür. Die muss richtig gebunken werden und so. Das wird hinten angewinkelt, diese Feder. Ohne die Federn hat er keine Rotation und fliegt nicht gerade. Die Spitze ist eins der geringsten Probleme, aber auch die muss gehärtet werden und so. Der Stock muss perfekt gerade sein. Das ist nicht irgendein Holz. Danach muss der austrocknen. Das ist halt nicht alles mal eben so gemacht. Es gibt bestimmt, vielleicht liege ich da auch völlig falsch und habe das damals nicht genug recherchiert oder erinnere ich mich nicht richtig. Können wir nächstes Mal drüber reden. Dann gucke ich mir das bis dahin auch nochmal an und dann könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe es damals nachgeguckt und ich bin mir relativ sicher, zumindest in meiner Erinnerung, dass man nicht in 2 bis 3 Stunden mal eben einen Pfeil baut. Wollen wir denn nicht? 1 Tag, 2 Tage, mir fehlt von noch 3 Mal. Ich hab die doch... Ja. Und wir reden natürlich auch von ohne passendes Werkzeug. Ne? Also ich bin ja jetzt davon ausgegangen, er hat keine Werkstatt, er hat ein Feuer und ein Schnitzmesser. Weil er hat kein Werkzeug bei sich. Er hat keine Drehbank oder professionelles Werkzeug. Er hat ein Messer und Stöcker, die er irgendwo im Wald findet. Und er hat, glaube ich, auch Bogen und Pfeilbau nicht so hoch wie... Aber jetzt doch, das hat er gar nicht so niedrig. Ja, ich habe dir schon 3 Mal Karten gegeben. Und 2 aber die Pfeilbau-Doku. Oh, das ist geil. Können wir Donnerstag gucken, ob wir eine Doku über Pfeilmacherei oder Bogen und Pfeilmacherei finden. Das wäre gut. Das ist ein guter Kompromiss. Gucken wir da, vielleicht wäre ich eines Besseren belehrt. Ja, dann hol dir das von Mr. Wenn Bogenbau. Wenn ihr sagt, ihr wollt die Kuh schlachten, legitim, dann schlachtet ihr die Kuh. Aber die Kuh hat einen Namen.
Ich habe jetzt schon 6 Nahrungskarten hergegeben. Wenn ihr keine mehr gebt, dann können wir es halt nicht machen. Herzlich willkommen in der Apokalypse, wo Nahrung ein schwindender Faktor ist. Also, Kuh, ey, ich bin dafür, wir schlachten die Kuh und dann können wir nämlich auch Pökelfleisch machen. Fragst Nerdy Tinder. Der heißt Nerdy Timber. Nerdy Tinder ist, was wir alle machen. Machen in der Zeit. Haben wir Salz? Ohnehin, ihr müsst eigentlich die Kuh schlachten und ich brauche mehr Trinken von euch. Sonst ist hier, sonst hat jemand mal. Ich habe nur noch ein Trinken und ein Essen. Okay, also. Und ich habe Durst. So, ich habe Wasser abgegeben. 2 Trinken fehlen mir noch. Ja. Sonst haben 2 von euch Durst. Du hast, wirst wahrscheinlich sagen, du hast dein Trinken für dich genommen. Ja. Recurve-Bogen, na, wir bräuchten ja einen Holzbogen, ne? Wobei Recurve kann. Na, wobei der ist nicht, ne? Recurve ist ja immer, wenn das über Ecken gespannt. Na, wie gesagt, gucken wir Donnerstag mal, ob wir eine gute Doku finden. Ihr würdet mir natürlich auch sehr helfen, wenn ihr die vielleicht mal postet. Also, wenn ihr eine schöne Doku findet, haut gerne raus. Freue ich mich. Also in den Doku-Channel. Ja. Ich habe hier noch ein Essen und ein Trinken. Ich habe 6 Karten gespielt. Ich spende noch ein Trinken. Ich spende noch ein Trinken. Okay, dann noch ein Trinken. Dann fehlt mir noch ein Trinken. Na gut, der General Brühl hat noch ein Wasser. Ich habe nichts mehr. Ich spende mein letztes Wasser. Dankeschön. Für die Gruppe. Dir fehlt jetzt noch ein. Das noch mehr. Nee, jetzt habe ich alles. Ja. Alter Schwede, habt ihr Scheiß dabei gehabt, ey. Okay. Also bedeutet, wir machen da jetzt einen Biwak, du kriegst einen Bogen und wir schlachten Winnie. Ihr schlachtet Winnie, ich möchte mein Seil bitte. Ich würde aber gerne vorher noch mal ein paar Minuten haben mit Winnie und ihn einfach moralisch auch darauf vorbereiten. Also, sollen wir nicht aus dem Raum gehen? Was ihr jetzt hier ist dein Seil, hier sind deine Seile. Es ist widerlich. Ich habe gerade in den Comments gelesen, man muss eine Kuh begatten, damit sie Milch gibt. Schmorf. Ja, man muss auf jeden Fall, Leute, ihr könnt, ich weigere mich, dieser armen Kuh jetzt noch ihre Milch abzuschwatzen, wenn ich schon weiß, dass ihr sie danach tötet. Okay. Entweder ich besorge Milch oder ihr könnt den Scheiß selbst machen. Dann besorg du sie. Geht Budi einfach weg? Ja, aber danach könnt ihr das Vieh nicht mehr töten. Hä? Das ist meine Bedingung. Wieso das denn? Weil ich das dann nicht, weil ich das nicht will. Ich nehme mich an dieser Diskussion teil. Kichern aus dem Off, wer war da? Zu der Zeit saß hier vorne noch die Regie. Also quasi, wenn da, wo ich jetzt hingucke und dann in Richtung Budi, da war die Regie. Das war alles in diesem Raum, wo früher das Almost Daily aufgenommen wurde, gegenüber vom heutigen Bonjour-Set quasi. Das war alles in einem Raum. Die Regie war in dem Raum, dann stand da noch das Hard-Reset-Set rum und so. Also die Regie saß da die ganze Zeit, musste ganz leise sein, damit man die nicht auf unseren Mikros hört. Darum war es auch so sauwarm in diesem Raum. Ja, also wenn du dir die Stirn der meisten Leute anguckst, die Öl noch alle bescheuert. Wir haben sie ja noch nicht mal mitgenommen, wir haben sie eben nur getroffen. Können wir jetzt mal ein Commitment dafür bekommen? Ja, aber was genau wollt ihr denn jetzt wissen? Was wollt ihr denn wissen? Wir müssen diese Kuh essen. Ich denke, aber kann man nicht einfach von der Milch überleben? Ach, sorry, für mich war sie geschlachtet. Das habe ich jetzt. Ach, sie ist schon tot. Ja, sie ist schon geschlachtet. Das haben Leute gesagt, ich schlachte sie. Ja, dann essen wir die halt jetzt. Rest in peace. Okay, damit reicht euer Essen und ihr bekommt noch diese Menge an verderblicher Nahrung. Verderbliche Nahrung? Wieso kann das doch pökeln? Ja, habt ihr. Wir haben kein Pökel. Verderblich heißt es selbst. Jetzt, ich krieg eine oder was? Ihr müsst es aufteilen. Ich habe es jetzt nur willkürlich in die Runde gehalten. Wenn ihr ist auch so geil. Alles genommen ist Lüge. Den Wurm zähmen. Okay, bitte, jetzt. Was ist denn jetzt los? Ja, das sind hier den Ding. Ach, du hast gar nichts bekommen. Dankeschön. Oder nee, wieso? Ach, ich hab das. Also mal ganz kurz. Das ist super Brötchen. Das ist die Nahrung, die wir von der Kuh erhalten haben, richtig? Das ist auch so geil, dass die halt einfach. Sie kriegen Essen und die sacken einfach sein Essen mit ein. So, ja. Sehe ich das richtig? Wir haben jetzt 18 Karten. Du hast es geschafft, dir einen Bogen zu bauen. Gegeben, um von der Kuh 5 Karten Nahrung zurückzubekommen. Ich gehe davon aus. Und sind an dem gleichen Punkt wie vorher. Was sind eure Kochenwerte? 100. Niemand von euch hat einen Wert, ich hab keinen, nee. Über 8 ist, oder? Nein. Nee, niemand von euch ist in der Lage, was daraus zuzubereiten, was sich längerfristig... 2. Scheiße. Ich habe 1 bei Kochen. Nee, ihr seid sogar schlechte Küche. Das ist halt auch so ein Punkt. Sie versuchen halt auch so oft Dinge zu tun. Das kann ich auch verstehen, weil in ihrer Fantasie kann ihr Charakter das, aber das spiegelt ihr Charakterbogen halt nicht wieder. Später habe ich auch mit einem besseren System das abgefangen, aber... Hier ist einfach das Ding, die können halt auch einfach gar nicht kochen. Und dann so, ja, ich konserviere das Fleisch halt, ich mache halt irgendwas Nettes draus. Du weißt nicht mal, wie man Backofen anmacht. Was denn? Ich kann es einmal, darf ich einmal probieren? Nein, es ist legitim, also selbst wenn du schaffen würdest. Dein Wert sagt einfach, ich bin nicht so gut, dass selbst ein ideales Ergebnis schaffen würde, das was ich machen würde. Aber ganz kurz, ich möchte jetzt nicht Sie verärgern, Herr Spielleiter. Aber das ist eine gute Frage. Ich möchte Sie nicht verärgern, Herr Spielleiter. Was sagt er auch noch? Sie verärgern, Herr Stiemleiter. Herr Stiemleiter. Das ist eine gute Frage, ist okay, wenn ich so Also es ist eine ganze Kuh und wir sind 4 Leute. Ja. Und ich bekomme davon einige dich mit den anderen. Eine Tagesration. Ja, ich habe einen Apfel bekommen. Mit den anderen. Von einer Kuh gibt es nur eine. Also ich muss im Nachhinein sagen, da haben sie einen Punkt.
Ich hätte zumindest sagen müssen, ihr kriegt euer Essen zurück und on top nur eine. Denn sie hätten ja auf jeden Fall von dieser Kuh zumindest den ersten und zweiten Tag essen können. So. Ich sag mal, das wäre nicht besonders lecker gewesen und am zweiten Tag hätte das auch schon ein bisschen gemüffelt, so, aber das hätten sie ja vorher grillen können und trockenes, zähes Fleisch essen. Aber die Idee natürlich, dass sie das jetzt, dass sie Nahrung für die nächsten 20 Tage haben, ist ja auch Quatsch mit den Skills. Aber sie hätten schon ihr Essen wiederbekommen können. Also da bin ich jetzt zu hart. Tagesration. Das ist eine ganze Kuh. Zweiten Tag, als dein Bogen übrigens fertiggestellt ist und eure Eier ordentlich geschaukelt wurden. Die haben Gemüse angebaut. Sind wir jetzt Gemüse angebaut? In zwei Tagen ist schon fertig. Super Gemüse. Tritt ein. Ja, also jetzt kommt Verliok. Das ist natürlich aber auch eine dünne Erklärung. Naja, ich habe viele Sachen auch noch nicht gemacht, aber zu 100% können tue ich es auch nicht. Also, das heißt auch nicht, dass es unmöglich ist. Aber wenn er mir erzählt, ich möchte Fleisch so kochen, dass es über mehrere Tage haltbar ist, du machst das zum ersten Mal ohne jede Hilfe. Du hast dich doch nicht vor die Fliesenpackung gesetzt, die ausgepackt, hast deinen Schraubenzieher rausgeholt und losgelegt. Du weißt, hast doch ein Tutorial geguckt. Dir hat jemand erklärt, wie das geht. Du hattest zumindest theoretisches Wissen. Und der Wert 1 auf dem Charakterbogen eines Charakters spiegelt nicht wider, dass er auch nur grundlegendes theoretisches Wissen über komplexe Prozesse hat. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast keine Ahnung, wie das geht. So. Du hast wirklich, du kannst gerade so eine Tiefkühlpizza kriegst du hin mit 1. So. Und die wird auch nicht geil. Und wenn die zu hart geworden ist, dann verstehst du nicht mal die Logik, warum, dass die Temperatur vielleicht zu hoch war. So. Ich sag mal, Kochen 2 ist, was so gemein gegenüber Niklas, aber ich guck noch auf die Minutenangabe bei Nudeln beim Nudelkochen. Auf der Packung. Das ist so Kochen 2. Niklas hat mir das irgendwann mal. Ich war völlig baff, als er mir das erzählt hat. So, ja, jetzt gucke ich hinten drauf. Dann hat er geguckt, wie lange die Nudeln kochen müssen. Und dann meint er, ja, und so lange kochen wir die jetzt. Und das ist ja auch nicht blöd oder so, aber für mich war immer so völlig logisch, dass man die halt ins Wasser schmeißt, wartet, wie lange die ungefähr brauchen, dann nimmt man eine raus, probiert, okay, sind so, wie ich die gerne mag. Weiter geht's. Also das ist, glaube ich, war nur ein blöder Gag. Ne? Wenn ihr das macht, in allen Ehren, easy, kann ich verstehen, dass man der Anleitung folgt. Es war nur für mich wirklich so ein Augenöffner-Moment, als Niklas das gemacht hat, weil ich mir so, boah, das geht? Die Heizung in den Backofen vor. Na, ist aber noch was anderes. Also, die Nudelanweisung benutzen, folgen macht ja noch Sinn. Den Backofen vorheizen ist halt. Also, wenn man genau der Anweisung folgen möchte, macht das bestimmt Sinn. An sich, muss ich sagen, in den meisten. Es gibt bestimmt gute Fälle, wo das Sinn macht. Wenn man sein Essen schocken will mit der rasanten Hitze, die da eh nicht drin ist, wenn man die Tür aufgemacht hat. Ein Fremder an euch heran. Ja. Wie, Moment, wie der tritt heran? Er kommt auf die Hütte zu und ihr bemerkt ihn natürlich. Ja, aber den sehen wir vorher. Genau, ihr bemerkt ihn sofort. Es handelt sich um einen älteren Mann. Ah, das ist bestimmt Professor Dr. Es läuft sehr gebückt. Also wirklich so Winterkorn. Meine Freundin ist Italienerin und kennt sich gut aus. Mein Onkel ist ja eine Nudel. Also mein Onkel heißt ja Miracoli Barilla Maggi. Und der persönlich, der macht das immer nur nach Bauchgefühl. Born. Also so ein Typ halt, der kommt auf euch zu. Nee, Herr Röder, holen Sie mal Ihre Waffe. Entschuldigen Sie, mein Name ist John Röder. Verkaufen Sie zufällig Pfeile? Ich bin Händler. Ruf Matteo an. Matteo ist doch jetzt nicht wach. Wenn ich den anrufe, passiert entweder gar nichts oder der stirbt. Also der ist nicht wach um die Zeit. Lass mich mal eben so, warum geht's hier? Okay, 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 ist aber nichts super Dringendes. Weiter geht's. Also jetzt mal im Ernst. Gibt bestimmt gute Gründe, das mit einer Uhr zu machen. Ich kann nur sagen, meine italienischen Freunde haben nicht eine Uhr gestellt. Aber das ist eben auch beides nicht so. 13 Uhr nicht wach? Matteo ist doch nicht um 13 Uhr wach. Also, soweit ich weiß, steht Matteo nie vor 14 Uhr auf. Aber das mache ich jetzt auch falsch sehen. Also, es ist ohne Spaß, es wurde mir mal so gesagt. Weil Matteo einfach einen komplett anderen Rhythmus hat. So. Kaufe alles! Euch zu. Nee, Herr Röder, holen Sie mal. Hier passiert jetzt was ganz Wichtiges für den weiteren Verlauf tatsächlich. Hier fällt mir zum ersten Mal auf, dass on-top, also so over-the-top-Charaktere richtig gut ankommen und dass meine Charaktere einen Unterhaltungsfaktor haben könnten. Ich habe mich nämlich davor nicht für einen besonders guten Spieler von Charakteren gehalten, also für einen besonders guten Schauspiel-GM,
So, und danach hat, glaube ich, Ben irgendwie gesagt, ey, wir saßen oben in der Regie, oder wir saßen oben, nee, nicht in der Regie, wir saßen oben im irgendwie Kaminzimmer uns das angeguckt, haben uns weggeschmissen. Wirklich so... Winterkorn. Also, so ein Typ halt, der kommt auf euch zu. Nee, Herr Röder, holen Sie mal Ihre Waffe. Entschuldigen Sie, mein Name ist John Röder, verkaufen Sie zufällig Pfeile? Ich bin Händler. Ich verkaufe alles, wonach Sie begehrt, wenn der Preis stimmt. Was kostet... Der wird auch immer irrer und irrer, glaube ich, der Händler, über den Verkauf, über den Verlauf des Gesprächs. Weil der wird immer abgefahren. Dann viele Pfeile bei Ihnen. Das ist aber günstig, also dass er da vorbeikommt. Also ich spreche jetzt mal kurz meine... So ein Glück. Viele. So viel, wie viel haben Sie denn? Alle, die Sie haben. 20. Nehme ich. Dafür hätte ich gerne eine Kuh, mindestens eine Schusswaffe. Und eine Heizplatte! Ey, wenn du jetzt die Heizplatte und die Schusswaffe für einen blöden Bogen hergibst, also den du dann nicht schießen kannst, komm, kann ich nicht was hergeben Bogen für den her blöden Bogen. Pfeile brauche ich. Auch, dass sie die Heizplatte nicht hergeben wollen. So, haben noch nichts mitgemacht, hat keinerlei Sinn gehabt. Warum geht das hier nicht? Warum hat der den nicht? Jetzt hat er eingeblendet. Ah, jetzt, Entschuldigung, ich hatte eben versucht, deinen Post einzublenden, jetzt ist er auch gekommen. Ich hab, pass auf, ich gebe folgendes. Ich gebe ihm Heizplatte und eine Schusswaffe, wollte er haben. Würfel mal falschen. Yes. Gib ihm doch von hier, vom Holz, hey, pass auf, die kaputte. Pass auf, ich gebe ihm meinen Bogen, dann warten wir noch 2 Tage und dann brauche ich mir 9 Bogen. Verstehst du, das ist ja auch eine Schusswaffe. Das ist eine gute Idee. Aber wir haben kein, nee, wir haben kein Essen. Wir haben nicht, die Kuh hat nicht genug hergegeben. Ja, wir haben... Na gut. Ist egal, dann hat er einen Bogen und Pfeile. Okay, falschen. Ja, mal in der Zwischenzeit. Nur, ne, weil wir kommen bald an einen Punkt, ich muss mal nachschauen. Ja. Unsere 4 kommen bald an eine Weggabelung. Und werden 2 Optionen haben, wohin es gehen kann. Was sind diese beiden Optionen? Macht mal ruhig Vorschläge. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir eine Umfrage nicht, dass ich die gar nicht in die Pause schubse, weil ich einfach gemerkt habe, das kriegen wir mit der Zeit gar nicht hin. Wir wählen dann 2 davon aus, die häufig gekommen sind oder die für cool halten. Und die beiden, die sind dann die nächste Abstimmung. Aber nehmt euch Zeit. Also soll ich jetzt was würfeln? So, ja, auf falschen. Ja, das Bild auf dem Shirt ist von Oscar Panier. Ja. Bitte stifte einfach genau. Aus. Wichtig ist, es sind Orte, aber keine geografischen Angaben. Schreibt bitte nicht Berlin, Brasilien oder so. Wir reden hier von Orten wie, was weiß ich, eine Kaugummifabrik oder ein Fußballplatz. Was? So. Ja, es sind Orte einfach. Orte, die man, an die man kommen kann, die möglichst auch vielleicht freistehen oder so. Es sollte Sinn machen. Bitte, es wäre einfach schön, wenn nicht Leute rumtrollen und sagen, sie kommen nach Mallorca. Freut sich die Regie. Wahrscheinlich selber schon Mallorca in den Chat geknallt. Oder wissen genau, dass jetzt der ganze Chat mit Mallorca voll ist. Guck mal, eine Pfeilfabrik. Ist einfach verschenkte Mühe so. Da lacht ihr 2 Sekunden drüber und vielleicht irgendjemand anders 2 Sekunden und wir nehmen es eh nicht. Ein Chefkoch. Kochschule. So. Würfel auf Falschen. Weißt du überhaupt, was du bei Falschen hast? Nee. Nee, genau. Warum tust du das? Warum würfelst du gerade? Ja, Entschuldigung. Das hat mich irgendwann verrückt gemacht, dass ich mal würfel mal auf Falschen. Und die schnappen sich direkt Würfel und wollen loslegen. Ich so, auf was würfelst du denn? Ja, weiß ich jetzt nicht. Du habt es nicht gefunden hier gerade. Ich habe nur Pfeil, habe ich halt mehrere Sachen. Es gibt Sachen. Doch Handeln nicht, oder nicht Falschen. Nicht Falschen, sondern Falschen. Ja, also weil ich ja um Pfeile feilsche, dachte ich, wenn ich jetzt Pfeile... Ja. Falschen, soziale Talente. Würfel auf... Ja, ich habe kein... Überhaupt Charisma, mentale Belastbarkeit. Der muss der harte Hund sein. Charisma, scheiße, nur Dreck, ey. Kann ich nicht jemand anders für mich verhandeln lassen? Ihr kriegt übrigens... Du? Jeder 30 Gesundheits- und 30 mentale geistige Gesundheit wieder. Also 30 Lebensenergie, 30... Du, immer ernst gemeint, Frage. Könnte ich jemand, der das besser beherrscht... Also der... Du hast jetzt gesagt, du verhandelst. Na gut. Der ist aber streng heute, der... Nee, du hast angefangen zu verhandeln, da waren wir so. CAMBMB. Ey, wir entscheiden alles an der Gruppe nur zu deinem Wohl. Charisma 8, mentale Belastbarkeit. Wieso zu meinem Wohl? Okay, Schwert um 5. Das ist ein harter Hund, oder was? Okay, also jetzt erstmal würfeln, ja? Schwert um 5 auch noch. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist ja der erste Möglichste unmöglich. Ja, wir müssen mehr würfeln. 20, hast du schon nicht geschafft. Kannst du noch weiter würfeln? 13. Ich will noch sehen, ob du richtig schlimm würfelst. Dann kannst du ganz schlimm fehlschlagen und sehr lustig werden. 13, ja, ist auch scheiße. 12 ist auch sehr scheiße. Ich bin so ein Arsch, ey. Ja, ist auch scheiße. Auch sehr scheiße. Oh, rede ja Scheißwurf. Die waren überhaupt nicht scheiße. 12 ist voll okay. Auch scheiße, ist auch scheiße. Ja, ist auch scheiße. Sagst du ihm, gib her, bitte. So rede ich nicht. Bitte, jetzt komm schon. Vielleicht hättest du sowieso den Pavian. Oh Mann, oh, bitte voll günstig. Mein Name ist Geronimo Röder. Und er sagt, und er antwortet, nein. Gut, ja. Also was willst du jetzt haben? Du willst... Er will mindestens eine Schusswaffe und Munition.
Schusswaffe und Munition soll es sein. Okay, dann biete ich ihm... Du hast schon gefeilscht. Das hat nicht funktioniert. Du bietest gar nichts mehr. Fuck it. Ja, sorry, dann nehme ich meine Schrotflinte. Während er... dann nehme ich meine Schrotflinte. Da dachte ich noch, er bezahlt. Da kann ich dazu nehmen. Seine Schrotflinte und? Ja. Jetzt wird's spannend. Halt sie ihm ins Gesicht und sag, gib mir mal jetzt die Pfeile. Herr Röder, jetzt ringen Sie sich mal ab. Es ist doch, jetzt hören Sie doch mal auf. Unverschämte Eltern. Alle meine Freunde. Ganz ruhig bleiben, junger Mann. Jung? Die Transaktion kann schon stattfinden. Aber wir müssen alle die Gemüter etwas herunterkochen. Kann ich den Cube, ich reiche den Cube einfach. Das ist halt das erste Mal, dass so ein absoluter, komplett überzogener Charakter kam. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mir den auch vorher nicht überlegt. Ich glaube, es war einfach spontan, dachte ich, es ist halt lustig, wenn der over the top ist. Und als die auch immer mehr gelacht haben, dachte ich, ja, witzig, so, da scheint das ja gut anzukommen. So in die Mitte, in die Blickrichtung des Mannes, der... Er dreht sofort seinen Kopf. Oh! Ja, dann macht der Herr Schmorf, macht... Oh, klack, 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 klack. Schauen Sie mal hier, eine Seite, grün, nur grün. Das ist Norden. Das ist Norden, das ist dein Kompass. Hat er von Anfang an noch nicht ins Feuer. Und dann gebe ich ihm. Er ist ein Magier. Ein Magier. Ja. Ein Mathe-Magier. Würden Sie diesen Cube eventuell gegen Pfeile eintauschen wollen? Hältst du ihn immer noch? Ist immer schwierig, wenn ich meine Rollen nochmal gucke, dann spiele ich die immer im Gesicht so nach. Ich weiß auch nicht warum. Die Schrotflinte ins Gesicht? Ja, als kleine Verstärkung vielleicht. Ich signalisiere ihm, dass, wenn er Verhandlungsbereitschaft signalisiert, dass die Schrotflinte sich auch senkt. Im Maße seiner Coop. Also er scheint interessiert. Gibst du ihm den? Ich schenke ihn ihnen. Oh, der verstaut den sofort. Aber was haben die Herren denn noch im Angebot? Was haben Sie denn noch im Angebot? Jetzt Sie mal jetzt. Alles, was die Herren wollen. Waffen, Nahrung. Frauen? Aber wir können einfach auch. Ich meine, ich sag's nur, ne? Es ist eine Option. Wie sieht es denn aus, wenn eine wir den umbringen? Dann haben wir alles, das meine was ich. Es gibt. Eine dass sie da auch einfach so drüber reden, der steht vor ihnen. Wie wäre das denn, wenn wir den umbringen? Kugel. Das ist wirklich. Dann haben wir alles, was es gibt. Also moralisch fragwürdig. Ja, also, er hört eure Diskussion mit an und scheint richtig verwirrt zu sein. Mal was? Was? Pass auf, ich sag folgendes: Haben Sie einen Kompass? Hier. Aua, dicker junger Mann! Ich hätte gerne den Kompass und ein bisschen Munition für meine Schusswaffe. 9 mm. Ja. Hier war auch das Ding, dass ich dachte, ich muss den auch so dumm darstellen, damit denen klar ist, vielleicht hat er das Zeug alles gar nicht. Alle Charaktere, die sie bisher getroffen haben, waren wenigstens halbwegs normal. Jetzt treffen sie diesen völlig over-the-top-Typen und die nehmen den halt auch voll ernst. Die reden ja so richtig, guck mal, wie er mit dem verhandelt. Also so ganz sachlich so. Ja, sie wirken halt wie ein seriöser junger Mann, der hier auf der Straße rumläuft und faire Transaktionen irgendwie abwickeln möchte. Da biete ich ihnen doch einfach mal einen kleinen Tauschhandel. Digga, junger Mann! Ich hätte gerne den Kompass und ein bisschen Munition für meine Schusswaffe. 9 mm. Ja. Aber was macht eine Schusswaffe und Munition 9 mm? Kann ich Sie vielleicht für etwas anderes begeistern? Zum Beispiel... Frauen? Zum Beispiel dieses Tischbein. Uiuiui. Nein. Pass auf, ich biete ihm die Hütte an. Ich sage ihm, hier, wissen Sie, das ist unsere gepflegte Hütte. Hier wohnen wir seit einiger Zeit. Die bietet Sicherheit. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Aber die Herren, ich habe es etwas eilig. Ich muss dann auch wieder. Stopp! Wie wär's mit dem... Oh nein, jetzt geht's bergab. Diktiergerät und Batterien. Also einer schreit ihm in der Schrotflinte an. Stopp! Und der andere ist... wie wär's mit einem Diktiergerät? Ich gebe ihn auch noch eingefroren. Ja. Das ist ein Superbrötchen. Das können Sie befüllen mit leckeren Batterien. Sachen. Batterien zum Beispiel auch. Ja, aber jetzt wird's aber auch langsamer, Herr Händler. Was soll denn das jetzt? Ich hab's eilig! Und fängt an, rückwärts langsam wegzugehen. Okay, gut, und er schiebt sich sofort in die Fresse. Und aber er geht weiter rückwärts. Aber, ja, ja, aber wie hat's denn jetzt geschmeckt? Das ist doch so unverschämt. Du! Ich würde jetzt wirklich gerne an die Pfeile geraten. Was ist denn jetzt mit dem Diktiergerät? Weiter rückwärts. Ist das etwa interessant für Sie? Was ist denn mit dem Diktiergerät? Auch dass Eddie nicht merkt, dass er komplett die Situation stört. Guckt euch das mal an, was Eddie macht. Wie er jetzt 2 Minuten lang nur
Was ist denn mit dem Diktiergerät? Batterien. Ich gebe Ihnen auch noch eingefroren. Ja. Das ist ein Superbrötchen. Das können Sie befüllen mit leckeren Batterien. Sachen. Batterien zum Beispiel auch. Ja, aber jetzt wird's aber auch langsamer, Herr Händler. Was soll denn das jetzt? Ich hab's eilig! Und fängt an, rückwärts langsam wegzugehen. Okay, gut, und er schiebt sich sofort in die Fresse. Aber er geht weiter rückwärts. Aber, ja, ja, aber wie hat's denn jetzt geschmeckt? Eddie, hört zu. Okay, hier passiert was anderes. Okay, fertig. Ich würde jetzt wirklich gerne an die Pfeile geraten. Was ist denn jetzt mit dem Diktiergerät? Er geht weiter rückwärts. Ist das etwa etwas für Sie? Er geht weiter rückwärts. Ja, ich sag, er soll jetzt verdammt nochmal schnell. Er dreht sich um und rennt davon. Oh nein! Oh nein! Oh. Hört auf, ihn jetzt zu bedrohen. Wir müssen doch hier. Der ist 80, der kann überhaupt nicht rennen. Ich renne hinterher. Ich renne hinterher, oh Mann. Bitte, junger Mann, bitte! Ich tackle ihn zu Boden. Das ist so eskaliert eigentlich. Hart, Eddie zu ignorieren. Naja, einer von denen hält ihm eine Waffe ins Gesicht. Ich habe schon mein Bestes getan, aber du kannst doch nicht mit einer Schrotflinte auf sein Gesicht zielen. Der andere sagt, wie wär's denn mit dem Diktiergerät? Er geht zu Boden. Und dann sage ich zu ihm, junger Mann. Oh. Er gibt keinen Ton mehr von sich. Na toll, das ist umgebracht. Na super. Ah, der hatte, glaube ich, auch wirklich auch bei mir, ich habe mir das vorgestellt, dass der nur super wenig Lebenspunkte hat. Ja. Wollen wir gucken, ob er tot ist? Ja. Okay, selbst dir ist da ist tot. Dann loote ihn jetzt, dann loote ich die Scheiße aus ihm raus jetzt. Ich hätte... Das ist auch so geil. Keinerlei Reue, irgendeinen unschuldigen Mann umgebracht. Ja, dann loote ich jetzt die Scheiße aus dem raus. Ja, mein Cube Rucksack wieder. Der hat gar nichts! Moment, der hat nichts! Max, das sind nur Steine drin. Das war so klar, dass er nichts hat! Und jetzt verliere ich wahrscheinlich wieder fucking hier! Ey, wenn du ohnmächtig ist, ich will die Shotgun! Shotgun! Ja, Shotgun! Yes! Können wir würfeln? Ist halt das Ding auch so geil, dass er sofort Shotgun, ich will die Shotgun! Wer die Shotgun kriegt? Wie, welche Shotgun? Ist denn? Er ist sogar nicht. Ach, hallo, er hat gerade einen alten Mann getötet! Ja, ich hab den nicht getötet, du hast ihn getötet. Weiterrennen. Also du verlierst 3 W. Ich hab den nicht getötet, ich hab den am Weiterrennen gehen. 6 geistige Gesundheit, denn du wolltest den alten Mann definitiv nicht töten. Letztes Mal ist er ohnmächtig geworden, jetzt hat er einen alten Mann getötet. Herr Röder, er hat sogar gecheckt, ob er lebt und er hat gemerkt, er ist tot. 3W6. Scheiße, Alter. Ich denke auch, die geistige Gesundheit von Herr Röder macht mir zunehmend Sorgen. 11. Und er sollte nicht der Einzige sein mit einer schussbereiten Waffe. Das würde ich. Stimmt, wenn Sie ganz am Ende aufzählen, wie viele Leute Sie getötet haben, ist das, glaube ich, der einzige. Das ist das einzige Mal, was Sie hingekriegt haben, dass jemand ins Gras beißt. Okay. Sagt der Mann, der nackt mit einem Besen. Was tut ihr? Würdest du lieber eine Waffe geben in diesem Moment, oder? Stanley Balls. Ihr steht vor der Hütte, vor der Leiche eines Mannes, dessen Tod nicht unbedingt nötig, aber scheinbar unumgänglich. Der hat gar nichts dabei. Der hat nur Steine. Ein Mantel. Du kannst den Mantel nehmen. Ist der aus Mahagoni? Warte mal, er hat einen Rucksack, oder? Tore? Ja, stimmt. Tore ist auch tot, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, der war mir nicht, wusste man nicht. Der Mantel ist aus Tränen geschnitten. Aus Tränen toter Omas. Dann nehme ich den. Nein, das ist einfach ein normaler Mantel. Der Typ ist einfach. Ich würde gerne wieder Kurs nehmen, gehen Süden. Vielleicht kommt ja noch ein Händler. Wir sollten hier warten. Offensichtlich ist es ein Platz, wo sich Händler treffen. Nein, lass uns doch mal jetzt den Herrn Dr. Bernstein suchen. Machen wir sofort. Ich habe nur eine ernst gemeine Frage jetzt. Du, dieser Kuh, ne? Ja. So, ich habe jetzt hier diese Perlplatte. Hätten wir dieses rohe Fleisch irgendwie. Strom. Fehlt der Strom. Und in der Wohnung war ein Fernseher. Nein, ja, der Fernseher war ein Bild geklebt. Also, ja, gut. Der schien nicht mehr zu laufen. Der ging nicht mehr. Ja, aber das Strom. Also, okay, was ist. Auf zu Dr. Professor Dr. Winterkorn. Alter Eddie. Seid ihr euch einig? Oder? Alter Eddie, weil er den Namen weiß. Auch so geil. Danke für die Subs übrigens, die gerade reinkommen. Wie gesagt, ich lese die immer nicht vor, wenn wir gerade gucken. Aber Alter Eddie, er weiß den Namen noch. Er hat das halt mitgeschrieben. Er hat diesen Stift benutzt. Ja. Also haben Sie noch was, Herr Röder? Liegt Ihnen noch was auf der Zunge? Tore war übrigens nicht tot. Eddie hat doch diesen Wurf auch verkackt. Eddie wollte prüfen, ob der tot ist. Hat geprüft, hat's verkackt. Und dann gedacht, ja, der ist nicht tot. Der ist tot, so. Und der war gar nicht tot. Ich bin mir relativ sicher, dass er nur denkt, der sei tot. Ey, bin dabei. Herr Schmorf, wenn du willst, nimm noch 3 Steine mit von dem Mann, weil du kannst gut werfen.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Herr Bergmann, Steine, ich hätte gerne drei Sterne. Und ich nehme natürlich den Cube, obwohl ich ihm gerne und voller ehrlichem Verständnis für seine Situation geschenkt habe. Jetzt braucht er nicht mehr und er wird ihn eh nicht lösen. Dann nehme ich den Rucksack, den er hatte, um die Steine zu transportieren. Okay, du hast aber schon einen Rucksack. Du kannst den Rucksack in den Rucksack packen, oder nicht? Und der Rucksack ist sehr schwer. Ja, du kannst den Rucksack in den Rucksack packen. Du könntest natürlich auch demjenigen von euch, der keinen Rucksack hat, den Rucksack geben. Wer hat denn hier keinen Rucksack? Ich habe gerade nachgefragt und dann... Du hast keinen Rucksack, nein. Ich habe aber nachgefragt, ob ich den Rucksack haben kann. Technisch gesehen... Ich weiß nicht, andersherum kann auch sein. Vielleicht habe ich einfach vergessen, dass der tot war über die ganzen Teile. Ich, du, wir können das natürlich noch ein bisschen demontieren. Also ich weiß es einfach nicht mehr. Später kommt er auf jeden Fall nochmal wieder, glaube ich. Hat Schmorf einen Rucksack mit einem Pavian drin. Drei Steine? Das ist korrekt, ja. Toll, wie den Pavian. Den ihr mir da reingesteckt habt, möchte ich dazu nur sagen. Das Geile ist, irgendwann weißt du, was irgendwann passiert? Wenn irgendein Arschloch kommt, schmeißt ihr ihn in den Rucksack. Also ihr geht jetzt alle Richtung Süden. Gesicht. Ja, der wird dumm gucken, gell? Ihr geht alle Richtung Süden. Das ist jetzt wirklich nichts mehr zu holen an dem Typen, außer ihr möchtet ihn bis auf die Unterwäsche ausziehen. Einfach zur Freude. Nein, möchten wir nicht. Okay. Los Richtung Süden. Und eventuell können wir auf dem Weg darüber, über die Sinnhaftigkeit von Geronimus Röders. Ihr marschiert also den Weg entlang. Es gibt. Guck mal, da habe ich die Abenteuer noch ausgedruckt und so richtig gebunden. Weg darüber, über die Sinnhaftigkeit von Geronimus Röders. Ihr marschiert also den Weg entlang. Es gibt bisher zumindest keine Abzweigung. Ihr seht aber definitiv Wagenspuren. Also selbst nach diesen 2-3 Tagen scheinen die Wagenspuren frisch, wäre übertrieben. Aber es sieht nicht so, es hat auch nicht geregnet in der Zwischenzeit. Okay. Aber okay. Es macht eben nicht den Eindruck, als wären sie schon seit Wochen da. So, und ihr merkt immer wieder, dass der Pavian euch scheinbar in den Baumwipfeln folgt. Und den dann kommt ihr an eine Weggabelung. Ja. Und da steht ein Wegweiser, auf dem steht ein Arcade-Center und eine Spielhalle oder ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir wissen noch nicht, zu was es euch gleich verschlagen wird. Da dürft ihr ausnahmsweise nicht selber entscheiden. Alte Schwede. Okay, und damit gehen wir in die Werbung. Geile Pause und bis gleich. Jetzt, das ging ja fix. Krass, da war jetzt überrascht. So, dann machen wir für heute hier auch Schluss, denn die Zeit ist um